Liebe Potstockianerinnen und Potstockianer. Huhu. Ja, letzter Tag. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch auf. Verdammt. Ja. Ja, wir haben ja noch einen Abbau-Halmtag, aber ja, okay. Der offizielle Programmteil ist dann jetzt so gut wie vorbei. Die Zeit des Seufzens beginnt. Ja. Die Zeit der Abschied, des Abschied nehmen. Aber lass uns doch noch mal ein bisschen Revue passieren. Genau. Das ist ja diese berühmte Brunch-Show, von der niemand weiß, was sie eigentlich beinhaltet. Am wenigsten wir beide, die wir das auch schon gemacht haben. Ja. Ich verwechsle schon Luftballons mit Wasserballons. Ja, die habe ich gerade auf der Herrentoilette gefunden. Und ich habe mich ernsthaft gefragt, was soll das? Sind das Hygieneartikel oder... Wenn es Wasserbomben sind und ich fülle sie, womit fülle ich sie denn dann, wenn sie auf der Toilette liegen? Ach, Goldbrand, na klar, natürlich. Also ich hab's mal, jetzt komme ich natürlich, wisst ihr, das ist, wenn ihr mir diese komischen Auflagen macht. Kriege ich auch eine? Ist ja, ich hab sie dann mal gefüllt, ihr dürft raten, womit, das verrate ich jetzt nicht, ne? Wodka. Und? Oh! Hep. Und noch? Moment, hatten wir noch Technik da vorne? okay. Der ist heile gewesen. Ja. Also. Und der rollt. Also mich hat das etwas verwirrt, diese kleinen Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass Adrian den Wasserballon hat. Ach, Adrian, ist doch das. Und ich habe überlegt, ob das vielleicht auch so in dem Sinne von sowas sein könnte, also Hygiene, Fingerhygiene, keine Ahnung. Schön. Aber das zeigt natürlich nur die Vielfalt in und auf. Meinst du, die sind von uns oder die lagen da schon? Weißt du das? Die liegen erst seitdem da, dass die hier Menschen vom Potstock herumlaufen. Okay. Und die liegen auf einer Technikkiste. Auf dem Klo steht eine Technikkiste, das ist auch irgendwie komisch. Aber hier okay, steht überall Technik. Wollen wir nicht näher drauf eingehen. Hier passieren ja sowieso merkwürdige Sachen. Also im Februar sind wir gekommen und gleich vorne, wenn man von der Hauptstraße kommt, fährt man ja durch so eine Schranke durch. Und die stand immer so auf 11 Uhr und dann kam dann noch so ein Fuß, der so rausguckte. Und ich hatte schon immer so gedacht, na, wenn jetzt da vielleicht jemand mit Wohnwagen kommt und so. Alle Dachklappen und Dachluken sind in Gefahr. Und was ist? Kaum sind hier ein paar Leute mit technischem Verständnis, ist das Ding kerzengerade aufgerichtet. Und es sieht sogar aus, als hätte man es poliert. Ich weiß gar nicht, die sieht so sauber aus und leuchtet das nachts. Die leuchtet, ne? Ja, da sind so Reflektoren drauf und die haben vorher nicht so reflektiert. Also entweder war zwischendurch der Schrankenbeauftragte da und hat repariert oder es hat tatsächlich hier jemand Hand angelegt. Und weißt du was? Ich glaube, letzteres ist wahrscheinlicher. Meinst du? Ja, ich habe keine Schicht angelegt. So viel kann ich. Die machen doch Sachen hier einfach von alleine. Nur ja, das so. Ist doch schön. Das sehen und schön. Anfassen. Ja. So passen. Genau. Oder hast du eine Schicht große Pfanne angelegt? Große Pfanne? Ja. Die kam von alleine. Siehst du? Sag ich ja. Das kommt von alleine hier. Ach so, von alleine, wir sind ja alleine, ne? Im Leinebergland. Mhm. Und wir hatten am Eingangs bei der Opening-Show, hatten wir überlegt, wo sind wir denn hier eigentlich? Und es hat Sebastian dieses schöne Buch gefunden, das liegt die ganze Zeit am Eingang. Das heißt Rund um Werners Höhe. Und wir haben so ein bisschen Bilder gefunden auch. Und da gibt es sogar ein Foto mit Vorplatz mit Lagerfeuer und Zeltstangen. Ja. Oder Vorplatz mit Partyzelt und Sonnenschirm. Ja. Als die wussten, dass wir kommen anscheinend. Das ist sehr bekannt. Es ist mal eine Waldgaststätte gewesen, dann ist es von den Nationalsozialisten hier zu irgendeinem Ausbildungshaus gemacht worden. Ja. Sind Bilder hier drin, die einem nicht so richtig glücklich machen, wenn man das so sieht. Dann kamen am 8. April 1945 die Amerikaner und seitdem ist ja alles gut, wie wir wissen. Und dann wurde hier eine Jugendherberge eingerichtet und seit 1997 schon ist es das die Kulturherberge. Das wundert mich, das ist doch schon ziemlich lange, dass man also da gesagt hat, es kommen nicht mehr genug junge Leute, nur die Kinder haben auch andere Interessen. Hier so durch den Wald laufen ist jetzt nicht mehr so der große Hit. Und dann hat man eben angefangen, andere Menschen hier aufzunehmen. Lustigerweise, ich habe gerade so ein bisschen vorgelesen, wo war das mit den Gruppen? Während du suchst, kann ich ja noch erzählen, das Naturschutzgebiet, was hier nebenan ist, das ist ein ehemaliger Flugplatz. Das hat mich sehr überrascht. Also dieses Steinige ist ja alles sehr, sehr steinig. Das wurde damals wirklich genutzt, um hier Flugzeuge dann
landen zu lassen und starten. Da steht Flugplatz Wernershöhe. Aber es ist, ich habe das Wort Behelfsflugplatz gelesen. Alles klar, es war also nur so eine Auslagerung. Ja, ja, wahrscheinlich, wenn andere kaputtgeschossen worden sind. Ja, also ich finde es gerade nicht wieder. Ich habe vorhin gelesen, dass hier Kommunionsgruppen untergebracht waren, unter anderem Konfirmations- und Kommunionsgruppen. Und ich habe nur das Wort Kommunikationsgruppen draus gemacht. Da kann man mal sehen, was mein Auge schon hier, was mein Auge hier sieht, was man nicht sehen kann oder sehen sollte. So. Also wir haben das jetzt auch geklärt. Das ist also unter anderem ein Flugplatz gewesen. Müsste man vielleicht mal in Ruhe durchstöbern hier, dieses rundum. Genau, das ist dann eine ISBN-Nummer. Achso, genau, du, ich habe den Vorschlag gemacht und es vergessen. Meistens vorne, zweite Seite oder so. Ja. Guck mal. Ich lese ja noch die. Ja. Das Selbstverlag. Selbstverlag. Okay. Okay, also, Nachdruck. Ja. Gut. Können wir nicht mit dienen. Können wir nicht mit dienen. Also, wir haben jetzt auch geklärt, was diese Gummihütchen sind, wie es hier um die Wernershöhe steht. Ja. Klär weiter auf. Ja, was haben wir denn so erlebt bisher hier? Das ist eine verdammt gute Frage. Vieles ist ja aufgezeichnet worden und gefilmt worden. Können wir uns hinterher in Ruhe zu Hause nochmal angucken. Genau. Aber gibt es so Dinge, die wir vielleicht Revue passieren lassen können? Also die, die wir nicht aufgezeichnet haben? Zum Beispiel. Was wäre das? Zum Beispiel Werkstatt? Ja, wir hatten Krypto-Party vielleicht oder sowas. Wollen wir damit anfangen? Willst du was? Claudia? Ja. What? Ja, es ist gute Sitte. Ach so, das müssen wir vielleicht mal dazu sagen. Ja, wir haben ja auch einige. Ja, ja. Also wenn du nicht, wir haben das ja nicht abgesprochen, ne? Genau. Nein. Also möchtest du es erklären? Ja, mach. Genau. Also wir hatten Krypto-Party. Ist das eigentlich ganz gut gelaufen, fand ich. Nein, da das Prinzip, dass wir die Menschen, die einen Workshop gemacht haben, auf die Bühne bitten, genau, um uns 5 Minuten darüber zu erzählen, was sie da erlebt haben. Genau. Genau. Das wollte ich, dass du das erzählst. Erzählst du das jetzt? Ja. Gut, dann was Martin gesagt hat. Ach. Schließ mich meinem Vorredner vollständig an. Übrigens, hier liegt so ein Edding rum. Wir haben gestern gesagt, bitte schreibt euren Namen auf die Wasserflaschen. Und ja, als ich das sagte, lagen überall auch Eddings bei den Wasserflaschen. Und dann als ich sie gestern weg. Abend meine Wasserflasche ergänzen wollte und meinen Namen draufschreiben konnte, wollte, dann waren sie weg. Wer hat sie eingesammelt? Hm. Ja, ja, Björn hält gerade ein Strickwestchen hoch, sozusagen, ein Rundstrickwestchen. Das ist eine total gute Idee. Also man kann seine Flasche anziehen mit diesem kleinen Pullover, mit einem Flaschenpullover, dann sieht man natürlich auch, wem dessen Flasche ist. Aber wenn man gerade keinen zur Hand hat, hätte man ja draufschreiben können, aber irgendjemand hat dann diese Eddings weggenommen. Warum eigentlich? Weiß ich nicht. Gut, das habe ich mir gedacht. Ich hab wieder einen hingelegt, glaube ich, heute Morgen. Super. Bei den Flaschen, ja. Ja, gut. Ja. So, Claudia ist inzwischen befreit worden vom Videoengeldienst. Ja. Magst du zu uns kommen? Wir haben auch ein Headset. Headset. Wenn du, genau. Also ein Kopfgeschirr. Ein Kopfgeschirr. Wenn du möchtest. Ich glaube, da müssen wir nächstes Jahr mal eine Treppe hinbauen. Aber es ja, ist so schön. Ja, da muss eine Treppe hin für alte Leute. Genau, danke. Sie zeigt uns hier gerade so ein Pulloverchen. Ja. Jetzt muss ich dich aber auf dieses hier hinweisen. Ne? Flaschen vom Tisch, wenn ihr sie nicht unbedingt braucht. Ja, die brauchst du ja auch. Ach so, okay, es dankt das Kamerakind. Du bist ja das Kamerakind. Ich bin das Kamerakind. Okay, wenn du das sagst, komm, setz dir ein Mikrofon auf, damit wir dich auch hören können. Ja. Claudia war ja im Dauereinsatz. Ja, das ist irgendwie versehentlich etwas eskaliert. Es ist versehentlich eskaliert. Wie konnte das passieren? Ich hatte, glaube ich, wie viel waren es? 2 Einreichungen, 3 Einreichungen gemacht? Genau. 3, also die Krypto-Party ist, glaube ich, zum Schluss dazu gekommen. Genau, und dann. Und dann gab es noch die Bitte, die Krypto-Party zu wiederholen. Genau. Weil wir die halt so spät noch irgendwo eingeschoben haben und Menschen dann irgendwie schon müde waren und das nicht mehr so richtig aufnahmefähig waren. Und dann haben wir die Krypto-Party nochmal wiederholt, dann gab es 2 davon. Genau. Und da bin ich irgendwie noch in diesen Poetry Slam reingeraten, versehentlich. Okay. Aber wir lassen uns mal kurz bei der Krypto-Party bleiben. Das ist ja ein Wort unter den Nerds und Nerdinen. Ist das ja ein stehender Begriff. Aber es gibt ja sicher Leute, die können damit gar nichts anfangen und fragen sich, was feiern die denn da bei einer Party? Was dieses kryptische Party machen, ist das was Gefährliches mit Drogen oder wie geht das? Die Idee ist gut, warte. Nee, eigentlich. Jetzt weiß ich, was wir heute Abend machen. Okay. Ich sehe da Möglichkeiten.
Ja, prinzipiell, also die Krypto-Partys gibt es jetzt schon, ich glaube, seit 2013 oder 2014 weltweit. Aha. Es gibt auch eine Infoseite, ich glaube, cryptoparty.in, und dann sind da halt so alle möglichen Städte weltweit aufgelistet, wo man sich halt informieren kann, wann und wo die nächste stattfindet. Manche davon sind leider nicht so gut gepflegt, andere etwas besser. Für Österreich, also ich wohne ja seit 13 Jahren in Wien, für Österreich gibt es cryptoparty.at, wo die ganzen Termine draufstehen. Und ich mache normalerweise eigentlich solche Workshops primär, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Autorentreffen bin, halt, also sowas wie Podstock nur für Autoren gibt es ja auch, ne? Wo dann halt Leute, die da sind. Bookstock oder wie nennt sich das dann? Ja, auch. Kriminale zum Beispiel, das ist so das Jahrestreffen von den Krimi-Autoren, den deutschsprachigen. Und da mache ich solche Workshops halt dann eigentlich für Autoren primär, ne? Also wenn ich jetzt meine Verträge mit dem Verlag per E-Mail mit dem Verlag hin und her schicke, ist das eine gute Idee oder nicht? Tendenziell nicht. Sichere Kommunikation. Genau, sichere Kommunikation, also E-Mail, Mailverschlüsselung oder halt auch sichere Messenger. Also was dann halt auch teilweise tagesaktuell ist, hier habe ich jetzt einen primären groben Überblick gegeben, welche Möglichkeiten es insgesamt gibt. Meistens ist es so, dass bei Krypto-Partys halt ein Thema rausgenommen wird und dann halt wirklich ganz bis ins Detail diskutiert wird und die Leute haben dann ihr Gerät dabei, das wird dann gleich eingerichtet, man kann eben dann halt PGP einrichten für E-Mails und so weiter und dann halt wirklich ganz konkret einen Abend lang sich mit dem Thema befassen. Und dann halt im nächsten Monat oder wie auch immer wird ein anderes Thema dann genommen. Das wird gefeiert, deswegen Party sozusagen. Ich weiß gar nicht, woher das Wort Party dazu kommt, aber es ist eigentlich immer eine ganz lockere Klingt Atmosphäre. So einladend. Genau. Aber wenn man dann da hinkommt mit dem Hütchen auf und eine Flasche in der Hand und Luftschlange um den Hals. Ja, genau. Ja, dann, Stimmung. Und die sitzen da alle nur und gucken in ihr Endgerät, dann ist ja irgendwie, ist dann ein Downer so. Ne? Ja, nee, eigentlich ist es immer ganz, ganz nett. Also es hatten wir hier ja auch. Es war eigentlich, glaube ich, eine ganz, ganz lockere Atmosphäre. Ich habe es zumindest versucht. das war es halt auch möglichst niederschwellig, möglichst einladend, dass wirklich jeder herkommen kann, der halt sich wirklich auch dafür interessiert, ne? Dass man sagt, okay, was ist das eigentlich? Ne? Und gibt es eine Möglichkeit, kann ich mit dem Gerät noch ein bisschen sinnvoller, sicherer umgehen? Mhm. Ne? Oder welche Gefahren habe ich denn überhaupt? Ja, ich glaube, das hat... Und ist, was ich so mitgenommen habe mal, das ist auch eine Gelegenheit, wo ich sozusagen aus einer verifizierten Quelle, nämlich aus meinem Gegenüber in Fleisch und Blut, diesen Verschlüsselungsalgorithmus sozusagen auch empfangen kann und sicher sein kann, dass wenn ich das eben einsetze, dass das dann auch die richtige Person ist und das nicht aus irgendwelchen anonymen Datenbanken herunterladen muss. Du redest jetzt gerade von Mailverschlüsselung, PGP und so ja, weiter? Genau. Ja, genau. Ich dachte, das wäre der Sinn des überhaupt sich Treffens. Nicht nur das Allgemeine drüber reden, sondern eben auch die Möglichkeit zu haben, wenn ich den Verschlüsselungsalgorithmus von dir haben will und sicher sein will, dass er von dir kommt, dass ich dir dabei auch in die Augen gucke und sage, ist das deiner? Genau, ja, hier, gucke mich. Auch. The man in the middle haben wir auch. Ja, ja, ich habe jetzt eure Daten. Augenfarbe? Ja, also wenn man jetzt sagt, okay, ich mache einen ganzen Abend zum Thema Mailverschlüsselung, machst du es eigentlich gleich mit. Ansonsten gibt es dann halt auch bei anderen Veranstaltungen, wenn du einen Kongress hast oder sonst was, werden quasi Key-Signing-Partys nochmal gemacht. Ah, das ist nochmal der andere Teil. Okay. Genau, wo du dann halt hingehst und sagst, okay, wir verifizieren uns jetzt hier gerade mal gegenseitig die Keys. Das ist übrigens was, wenn man Threema benutzt, ne? Oder halt auch Signal. Da gibt es ja mittlerweile bei Signal auch diese QR-Codes, dass man mal eben kurz sich gegenseitig das Gerät scannt, wenn man sich in Personam trifft. Dass man dann halt auch verifiziert, diese Person kenne ich persönlich, weiß ich, dieser Account, dieses Gerät gehört zu dieser Person. Das kann man dann bei der Gelegenheit auch so schön machen. Sonst kriegt man immer bei Threema dieses rote Pünktchen, wenn man jemanden einfach so hinzufügt. Ne? Ich sehe, nicken, das ist gut. Und wenn man halt hingeht und sich gegenseitig diesen QR-Code scannt, dann wird der halt grün und man hat eben das verifiziert. Das Gleiche kann man dann halt quasi auch machen für E-Mails, ne? Mit PGP-Keys gegenseitig sein. Ja, genau. Damit eben klar ist, nicht versehentlich mit Inga zu kommunizieren, obwohl man eigentlich Vera meint. Ne? So zum Beispiel. Ja. Ne? Und dann kann ich dir jetzt sagen, irgendwie so eine Kette von 5 Wörtern oder 6 Wörtern, die ich dir jetzt sage, du schickst mir das per Mail, ich sehe, okay, diese Mail mit diesen 5 Wörtern ist hier angekommen, die ich dir gerade selber gesagt habe. Das heißt, diese Mail muss von dir sein, weil niemand anderes es gehört haben kann. Also kann ich sagen, okay, ist verifiziert und umgekehrt. Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Wie oft mag das schon verwendet worden sein? Die ganz klassische
Ja, okay. Normalerweise würdest du jetzt sagen, keine Ahnung, grünes Zelt, Tuvat. Nein, das ist Historie der Historie der Telekommunikation oder überhaupt der Kommunikation. Okay. Als die ersten Menschen behauptet haben, sie könnten über einen Draht, über mehrere Kilometer miteinander kommunizieren, hat das natürlich erstmal keiner geglaubt. Wir haben gesagt, ja, du fragst denn irgendwas, so wie Kinder halt vorlesen, indem sie das ganze Buch auswendig kennen. Sie tun halt nur so, als ob. Und um das zu vermeiden, haben sie gesagt, wir schicken eine unsinnige Botschaft, die der andere nicht erraten kann. Also nicht die Frage, wie heißt der Bürgermeister von Wesel, ne? Das ist dann klar, was der antwortet, sondern wir schicken eine unsinnige Botschaft und es muss bewiesen werden, dass diese unsinnige Botschaft da ankommt. Verstehe. Und dann hat man, so ist die Legende, das Wort oder den Satz, dass ein Pferd frisst keinen Gurkensalat verwendet. Ob das jetzt wirklich alles so historisch war, müssten wir, ach, der Herr Budler ist nicht mehr da, schade. Der hätte das wahrscheinlich aufklären können. Vermutlich. So. Okay, ja. Wie war der Zulauf bei deiner Veranstaltung oder bei deinen Veranstaltungen? Also Krypto-Party, die erste, die eingeschobene halt, die spätabends, da waren glaube ich 8 oder 10 Leute da. Ja. Also das war für Innenbühne Tag 1 oder halt Abend. Genau. Ist das eigentlich Tag 1? Ist hier Freitag Tag 1? Gute Frage. Oder ist das noch Tag 0? Nee, eigentlich ist es Tag 1. Ne? Okay. Würde ich auch Wenn gucken, du auf der Bühne warst, muss Potsdok sein. Ja. Also, geht ja nicht anders. Genau, Tag 0 wäre der Donnerstag. Ja. Gut, also an Tag 1 war gut voll eigentlich. Also so viele Stühle standen da zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht. Da waren viele da. Ich glaube, es waren sogar fast 12. Also egal, mehrere Menschen. Die zweite, die war dann nicht mehr so gut besucht, also nicht so viele Leute. Dafür haben wir, also ich glaube, es waren drei oder vier Leute, und wir haben aber dafür halt die Themen deutlich tiefer dann halt auch gemacht nochmal. Wir waren alle ausgeschlafen und also zumindest koffeiniert und es war halt nicht ganz so spät, und dann konnten wir uns halt so ein paar Themen nochmal ein bisschen genauer angucken. Okay, ich sehe aber hier auf der Liste Werkstatt Claudia Let's Hack. Das hat damit jetzt nichts zu tun, das ist nochmal was anderes. Weil das ist nochmal was anderes. Ist der, Let's Hack Words. Ach, das Let's Hack. Wenn ich die Hälfte der Informationen weglasse, dann weiß man nicht, was das Pferd gefressen hat, ist schon klar. Das ist so wie gestern Abend, wo die Info gefehlt hat, dass dieser Bus von dem Arzt bei Acta Aurora existiert hat. Ich möchte das nochmal anprangern. Ein redaktionelles Problem. Okay. Let's Hack Words. Das leitet über zu deiner zweiten großen Profession oder der ersten. Die Reihenfolge bestimmst du sozusagen. Also Sicherheit der Worte, der Sicherheit der Kommunikation ist das eine, aber andererseits bringst du auch gerne Menschen um, zumindest virtuell. Genau, für Geld. Ach, für Geld auch noch. Oh. Ja. Also ich schreibe Krimis und Verlage verlegen die und gibt dann Tantiemen und sowas. Das ist jetzt nicht unglaublich viel und kann auch noch nicht davon leben. Also mal gucken. Working on that. Richtig. Und da hatte ich gestern einen Teil Vortrag und einen Teil Werkstatt quasi. Vortrag war ziemlich voll. Relativ früh auch. Ich weiß gar nicht, wo die Leute um die Uhrzeit überhaupt alle herkommen, aber. Ja, ihr müsst es sogar verdunkeln, ne? Damit man. Ich glaube, ihr habt doch irgendwie so etwas gebaut. Ja, egal. Genau. Also Innenbühne und. Einmal halt so, was ist eigentlich diese Heldenreise, weil die halt momentan überall in den Medien mal so auftauchen. Richtig, das muss man ja mal gehört haben, und da habe ich dann ein bisschen was zu erzählt, und auch, wie ich das neulich mal in irgendeinem Podcast gehört hatte, dass man das halt auch für Interviews und so weiter nutzen kann, für innerhalb eines Podcasts, mal kurz umgebrochen, wie das halt so funktioniert. Aha, man beginne das Interview mit einem Mord und fragt sich dann, wer hätte denn eigentlich sprechen sollen oder wie? Das kann funktionieren. Es ist dann aber kein Whodunit, sondern vielleicht ein eher How to not get caught. Auf der Flucht. Genau, nee, es geht ja prinzipiell darum, dass halt, also Heldenreise, dass eine Figur eben, also die mit der Leser oder Hörer oder Zuschauer eben mitgeht, also der Held oder die Heldin, dass die halt eine Reise durchmacht, dadurch darüber halt Dinge erfährt und lernt und am Ende eben schlauer ist, besser ist, irgendwas, ne, und so weiter. Und das kann man halt auch für zum Beispiel Interviews oder Informationsshows, also es geht auch für Sachbücher, dass man quasi eine Heldenreise aufbaut, wo man eben den Leser, den Hörer eben an die Hand nimmt, und am Ende ist er oder sie der Held, die Heldin, ne, hat was gelernt, kommt eben mit einem gelösten Problem quasi dann wieder aus der Sendung raus. Genau. Schön. Das war der Teil, und hinterher waren wir noch zu dritt und haben dann noch ein paar Schreibübungen gemacht, so wie kommt man eigentlich vom weißen Blatt Papier zu, ich habe ein Kapitel oder einen Buchanfang.
Das war dann auch ganz nett. Und es hatten alle, die da waren, waren so bei, ja, ich habe da eher so eine Figur im Kopf. Ne? Ich habe dann gesagt, okay, was habt ihr denn jetzt gerade so mitgenommen? Eher eine Figur oder eine Szene oder irgendwie ein Setting oder so? Und beide waren bei Figur. Ich dachte, alles klar, dann machen die jetzt Frühstück. Ne? Ach so, Eure Figur sitzt jetzt gibt's beim einfach eine Szene Frühstück vor. und dann vom Frühstück weg, was machen die dann den Rest des Tages? Ne? So, und dann einfach, dass man mal so ein bisschen ins Schreiben reinkommt, weil viele halt eher auch ein Problem haben, dieses weiße Blatt Papier, so dieser erste Strich, so der erste Satz ist für viele Leute halt ein Problem, für manche auch nicht, aber für viele ist das halt eher so dieses, oh, das große Leere, Das ne? Und große, die Angst vor der Leere, genau. genau, da dann halt einfach mal so ein paar Techniken, wie man da eben vom weißen Blatt Papier zu einem Kapitel kommt. Gut, vielen Dank für den Einblick in deine Werkstatt sozusagen. Vielleicht ein ganz kurzes Wort. Du bist erstmals auf Podstock, aber du bist erfahrene Festivalorganisatorin, Besucherin und so weiter. Deswegen kannst du ja vielleicht auch aus einer gewissen, Perspektive auch des Durchführenden, der Durchführenden sprechen. Wie hast du es hier empfunden so? Sehr chillig, sehr entspannt. Was auch ganz toll war, also ich kenne das ja jetzt auch vom Kongress, also CCC-Kongress und genauso auch bei uns bei der Privacy Week in Wien, die wir organisieren. Menschen, die da sind, die halt einfach anpacken, wenn gerade wer gebraucht wird. Ne? Also auch gestern zum Beispiel war irgendwie, das Zeug ist noch nicht geschnibbelt, könnt ihr gerade mal. Und ja klar, sicher, wupp, zack. Und dann sind halt zwei, drei Leute da, machen. Und vor allem, wenn halt gleich mehrere anfassen, ist das Ganze auch A, schnell erledigt, B, es nervt nicht, wenn man sich alleine denkt, okay, ich muss jetzt die 10 Kilo Kartoffeln irgendwie schälen und schnibbeln, ist das halt so ein Berg. Wenn da 5 Leute sind, ist das flink durch, ne? Und das fand ich hier halt auch ganz toll, dass Menschen halt einfach sagen, klar, ich helfe mit, ne? Ich mach das. Es haben sich ja auch, ich habe jetzt vorhin nicht mehr aufs Board geschaut. Es haben sich aber fast alle Schichten waren irgendwie eingetragen, ne? Also klar, es kann immer mal passieren, dass man seine eigene Schicht vergisst oder gerade durcheinander gekommen ist, aber ja, es war echt gut gefüllt. Es war eigentlich alles, also ich habe jetzt auch keine großen Ausfälle gesehen, wo wir jetzt, also letztes Jahr war das tatsächlich ein bisschen schwieriger mit den Schichten, aber dieses Jahr ist das echt, ja, klar, Probleme passieren immer, aber im Großen und Ganzen sehr, sehr gut gelaufen. Das fand ich auch sehr schön. Ja, da ein herzliches Dankeschön an alle. Ja. Schon mal. Schon mal Ihr seid mir auch. toll. Alles super. Und das besondere Dankeschön geht an Claudia. Vielen Dank für den Einblick. Du hast das Stichwort Küche gerade gebracht und wenn ich auf unseren Plan schaue, dann wäre der nächste Werkstattpunkt, nämlich der TJ hat was über veganes Kochen erzählt. Soll er uns mal eben, mag er uns mal eben erzählen, Wenn was er nicht gewesen in der ist? Küche Wenn er ist. nicht in der Küche ist. Ich sehe ihn gerade nicht. Es wird Nee. genickt, was heißt das? Er ist Küche. drin. Ja. Er ist in der Küche, Okay. okay. Dann springen wir einfach weiter zum Sven. Pen und Paper. Ist er auch in der Küche? Nein, der hat dir gerade Ah, geantwortet. super, Sven. Passt. Aber das passt natürlich auch zum Thema Küche, gerade so wie er angezogen Ah, sehr ist. schön Vielen mit Dank, Claudia. Ja, Danke. danke. Komm zu Genau. uns. Sehr schön mit Potstock Ich bin Küchenschürze. so froh, dass ich nicht der Einzige bin, der hier so mühsam diese Kante dann nimmt. Ja. Ich habe 3 Tage an der Pfanne gestanden, deswegen ist das ein bisschen schwierig mit dem Laufen jetzt. Du bist der Herr von El Pfanno. Genau. Super. Aber du, ja, vielleicht ein ganz kurzes, wie bist du dazu gekommen? Du bist ja jetzt kein. Nee, ich bin eigentlich Elektroingenieur, also. Also weder bist du in erster Linie Podcaster, noch bist du Podstocker, noch nicht. Ja, Jetzt sozusagen ehrenhalber, ja. das ist, Jetzt wenn keine Sven Frage. kein Podstocker Nein, ist, dann was weiß ich sagen ich. wollte mit ungeschickten Worten ist, es gab vom letzten Jahr zu diesem Jahr viel Gedanken über Verpflegung. Und irgendwann kam dein Name in diese Planung hinein und danach war irgendwie, hatte man das Gefühl, du hast 90% der Ideen. Ich will niemanden jetzt hier kleinreden, aber wenn irgendwas, ja, das kann ich auch Ich mitbringen glaube, und das hat sich dies und gegenseitig hochgeschaukelt, ja. oder? Ja, total. Das ist echt extrem eskaliert im Positiven. Nee, ich habe alte Podstock-Aufnahmen geguckt und gehört und da habt ihr euch beide darüber unterhalten, dass irgendwie ein Caterer da war und dass das nicht so doll war und so. Und da habe ich gedacht, das ist ja Blödsinn, Catering. Ich habe da doch die Pfanne.
und Elfano. Dann habe ich eine E-Mail geschrieben und dann hat Sebastian zurückgeschrieben, ja, dann bring doch mit die Pfanne. Und dann war ich da auf dem Slack und irgendwie eingeladen und dann ging's los. Ging das so los, ja. Also vielleicht ein kurzes Wort zu der Pfanne selber. Das ist also eine, die hat keinen Stiel, man kann sie nicht vom Herd heben, sondern das ist eine stehende Einrichtung. Was hat die für einen Durchmesser? Genau. Ich glaube 1,10 Meter. Mit eigenem Gasbrenner drunter. Das Ding hat mein Vater irgendwann mal gebaut, der wollte eine Paella-Pfanne haben. Und wir haben aus dem Spanien-Urlaub so einen dreiringigen Paella-Grill mitgebracht, Brenner mitgebracht. Und dann ist ihm irgendwie so ein Klöpperboden, also so ein Behälterboden aus Edelstahl zugelaufen und der hat dann Griffe gekriegt und einen Wagen und ich habe das mit dem Gear Acquisition Syndrome vielleicht von meinem Vater geerbt und ging das halt weiter irgendwie und dann, Mensch, dann könnten wir ja noch einen Grill daneben stellen und dann waren es glaube ich am Ende 6 Grills und gut. Wo ist das denn normalerweise im Einsatz, wenn es nicht gerade hier beim Potsdok gebraucht wird? So Familienfeiern, irgendwelche Battletech-Conventions, also das Ding hat schon Veranstaltungserfahrung. Weil egal, was man da drin macht und wenn man da ein paar Schnöde irgendwie mit Champignons drin macht, das ist halt Event. Und das hat ja auch hier ganz ausgezeichnet geklappt. Absolut, ganz wunderbar. Man kann eigentlich nur sagen, herzlichen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast. Hast du dir extra diesen Transporter da geliehen, damit du das Ding auch bewegen kannst? Ja, also im normalen Auto kriegt man das Ding nicht mit, keine Chance. Und nachdem sich dann irgendwie abbildete, dass ich noch irgendwie mehr Zeug mitbringen würde, habe ich dann irgendwann gedacht, naja, ich habe da noch bei dem Vermieter meines Vertrauens so ein paar Punkte und dann habe ich wenigstens stressfreies Packen. Sebastian kennt das. Team Sprinter. Ja. Team Sprinter, achso, okay. Aber es gibt auch noch andere Autohersteller. Hä? Team? Sprinter ist doch von Mercedes. Ja, das ist so wie die Golfklasse. Ja, achso, okay. Ja. Also, du hast, also die Pfanne ist sozusagen das, was wir alle mitbekommen haben, auch sehr, sehr flexibel einsetzbar und gibt auch eine wunderbare Kulisse für alle möglichen wunderbaren Bilder. Also ich sah gestern dieses Abschmecken der Paella-Pfanne, wo 8 Leute gleichzeitig irgendein Gewürz reingeschüttet haben. Sojasauce. Das ist wirklich grandios, also diese Bilder ganz, ganz wunderbar. Ja, du hast 3 Tage dahinter gestanden, das heißt, du hast nicht nur das Ding mitgebracht, Aufwand gehabt zum Transportieren, sondern du hast auch einfach selber gekocht, gemacht, getan. Kochen ist dein Steckenpferd? Ja, das macht mir Spaß, vor allem in großen Mengen, da kann man sich nicht so leicht verwürzen. Also wenn man dann halt eine Handvoll Salz ran tut, dann ist halt egal, ob da 3 Krümel mehr bei sind, das geht nicht so leicht schief. Kommt auf die Hand drauf an, wenn nicht so deine Hände. Ein Eimer oder so. Prise Zucker ist dann halt auch ein Pfund, ne? Das nicht schlecht. Ist immer. Aber du hast einen Workshop gemacht, der hatte jetzt mit Kochen, Küche oder Großpfannenbetreuung oder so weiter nichts zu tun, sondern du hast über Pen und Paper gesprochen. Ich habe natürlich nicht alleine an der Pfanne gestanden, sondern da waren unglaublich viele Leute. Irgendwann saß ich dann an der Theke und hatte irgendwie so ein Kaltgetränk in der Hand und die Grillstation haute raus wie doof. Und also vielen Dank nochmal an alle, die da geholfen haben. Das war richtig toll. Hat einen Heidenspaß gemacht. Aber es wurde immer bemerkt, wenn du weg warst, weil dann die Bluetooth-Versorgung der Boxen nicht mehr funktionierte. Ne? Wenn die Musik aufhörte, dann warst du irgendwie weg, was selten der Fall war. Ich habe dann irgendwann schon angefangen, das Telefon irgendwo liegen zu lassen, aber das tut man ja wirklich ungern an sich. Ich meine, hier kann man das machen, aber die Mucke war eigentlich nur, weil ich ungern irgendwie in Stille koche. Das war auch der einzige Grund, warum die da war. Und irgendwie war es dann die Barbeschallung, die inoffizielle, keine Ahnung. Also wenn jemand noch ein Zweithandy übrig hat für Sven, für die Musik, für die Küchenmucke sozusagen, dann könnte man hier ein eigenes Handy für. Die Dinger haben eine Pairing-Taste, also man kann da tätig werden. Okay, so. Jetzt, also du hast nicht alleine an der Pfanne gestanden, aber du hast alleine im Workshop gestanden. Nee, auch nicht. Zum Glück, da waren noch ein paar Leute dabei. Nein, ich hatte natürlich Gäste und Gästinnen, das war ganz ausgezeichnet. Wir haben, Pen and Paper Rollenspiel ist, glaube ich, so ein Thema, was so unter uns Nerds relativ verbreitet ist. Und was aber viele, die jetzt irgendwo aus einer Technik-Ecke kommen oder so, vielleicht kennen im Umfeld, aber selber noch nie betrieben haben. Und da habe ich gedacht, das kann man sich ja da mal angucken. Ich spiele irgendwie selber seit über 20 Jahren und auch, ich sag mal, wirklich jede Woche. Also nicht so, ich habe mal mit 16 gespielt und dann habe ich bis Mitte 20 gar nicht mehr gespielt und jetzt habe ich wieder angefangen und erzähle ich spiele seit 20 Jahren, sondern wirklich. Und ja, wir haben Risus gespielt. Das ist ein Regelwerk, das passt auf 4A4 Seiten, ist offen auf. Wenn man das googelt, findet man das oder suchmaschiniert. und das gibt es in allen möglichen Sprachen. Ursprungssprache ist Englisch, gibt es aber Deutsch, Französisch, Spanisch, was man möchte. Charaktererschaffung und Systeme erklären dauert so 5 bis 10 Minuten. Und dann kann man losspielen. Und so passte das auch in das 3/4-Stunden-Workshop-Format ganz okay rein.
Ich hatte gesagt, naja, vielleicht können wir heute Abend noch weiterspielen. Das hat dann zeitlich nicht geklappt. Pfanne. Mhm. Aber ja, hat nachher einen Spaß gemacht. Hat, war, glaube ich, für alle, die dabei waren, noch gut. Sie haben, glaube ich, alle verstanden, wie das System funktioniert und wie Rollenspiel überhaupt generell so klappen kann, wenn man das noch gar nicht kannte. Und da würde ich sagen, sehr erfolgreicher Workshop. Das ist natürlich gut. Ich habe gerade Claudia gefragt, weil sie die erste Besucherin ist, wie sie das hier so empfunden hat. Jetzt hast du verschiedene Veranstaltungen, ja, mit der Pfanne, also die Pfanne hatte ich schon zu verschiedenen Veranstaltungen gebracht, sozusagen. Welchen Eindruck nimmst du von diesem Event hier mit? Da ich vorher so ziemlich alles an Videos geguckt habe, was ich gefunden habe und auch alles an Podcasts gehört habe, die ich gesehen habe und ich sag mal das ganze Orga-Team ja über den Chat und so und über Twitter auch schon das letzte halbe Jahr so ein bisschen kennengelernt habe, war ich nicht überrascht, dass es total gut war. Aber was ist gut? Also sehr, sehr flauschig, sehr nett. Ja, was gerade schon gesagt wurde, dieses könnt ihr mal helfen. Ja. Ich habe auch inzwischen gelernt, also die Antwort auf kann ich dir gerade helfen, ist immer ja. einfach irgendwie das, was man jetzt eigentlich gerade machen möchte, nimm das und bring's da vorne hin. Und ja. Aber das muss man ja auch können, ne? Und muss ja delegieren können. Das ja. Ist ja auch nicht jedem gegeben. Viele denken ja, lass mich mal machen, ich kann noch gar nicht drüber reden, das ist so ein unreifer Plan in meinem Kopf, lass mich mal wursteln so. Ja, aber man hat ja dann schon drei Sachen, die man machen möchte und überlegt dann der vierten rum. Und dann sagt man halt einfach die drei Sachen und wenn der dann wiederkommt und irgendwie fertig ist, dann hat man sich die vierte ja überlegt bis dahin. Okay, ja. Du bist schon. Also du bist schon sozusagen advanced. Ich glaube, das habe ich jetzt hier gelernt. Also ach, das hast du hier tatsächlich mitgenommen. Speziell die Rennerei hoch in die Küche. Wenn ich drei Sachen holen möchte und ich überlege, Mensch, da war doch noch irgendwas. Ja gut, lass den erstmal laufen. Also der braucht sowieso länger und der kann es wahrscheinlich sowieso nicht auf alles tragen, nicht auf einmal tragen und hat wahrscheinlich auch eine Sache eh nicht gefunden. Das heißt, der kommt sowieso nochmal und hat irgendwie nochmal Kommunikationsbedürfnis. Also eine gewisse Latenz in der Küchenversorgung. Aber die hast du dann mit eingeplant? Ja, das hat, glaube ich, also wir haben uns mit den Zeiten, haben wir uns, glaube ich, nicht verhauen. Also insgesamt, das lief, glaube ich, ganz gut mit den Mengen. Also wir haben eine Liste, glaube ich. Also, aber insgesamt ist okay. Also ich glaube, wir haben performt. Also lief. Also ganz herzlichen Dank von meiner Seite auch nochmal. Der Applaus war sicherlich völlig berechtigt. Wir haben noch einen Punkt vergessen. Du hast noch Parkour gemacht, oder ist das nicht? Ja, doch. Ach so. Das war mein etwas weniger erfolgreicher Workshop. Wir waren am Anfang mit mir zu dritt. Nach dem Aufwärmen waren wir dann noch zu zweit. Und am Ende war ich dann noch ein bisschen alleine. So ein Sportworkshop unter Nerds und Nerdinnen war vielleicht so eine mittelgute Idee. War ja auch viel zu warm. Man muss ja auch in den Kreislauf denken. Und soll ja keiner zusammenbringen. Die Hose war auch zu eng und die Schuhe haben gekniffen und es war auch abschüssig und der Boden war nicht so fest und. Okay. So vom Körperbau her hätte ich jetzt gedacht, die Parkour-Leute, das wären eher so. Hast du mich gerade dick genannt? Nee, ich wiege in der Tat so ungefähr 100 Kilo und habe jetzt eigentlich nicht so die athletische Parkour-Figur. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Das habe ich aber gesagt. Okay. Ich kann einen Spiegel benutzen. Nein, das muss einen aber nicht abhalten. Also es gibt da natürlich Dinge, die man nicht kann. Also jetzt irgendwie mich unter irgendeiner Brücke langhangeln oder sowas, das würde ich vielleicht lieber lassen. Es würde vermutlich ungefähr in der Mitte schief gehen. Aber ja, so diese ganzen Sprunggeschichten und sowas, das geht auf jeden Fall. Und so Körpermasse ist da selten ein Vorteil, aber gut, es hilft. Also schon irgendwo trainieren und einfach Technik. Und ja, gut, ich freue mich dann immer, wenn die Leute doof gucken. Also, so, wenn man dann, das kann springen? So. Genau so. Wenn man dann mal eben elegant über den Zaun hüpft oder so, oder wenn die Leute bei den Einkaufswagen-Ghettos da so davor stehen und man da nicht rankommt und man hüpft dann einfach mal so über zwei so Dinger rüber, dann ist es. Danke, danke. Aber was ist denn der besondere Reiz eigentlich so im öffentlichen Raum da Sport zu machen? Oder ich meine, wahrscheinlich werden ja Parkour inzwischen auch schon, wenn man so Wettbewerbe macht, nachgebaut. Also hier Geländer, da Mäuerchen und was weiß ich, Rolltreppe, wo man irgendwie drauf und runter. Das ist ja irgendwie absurd. Ne? Also man hat den öffentlichen Raum zur Sportstätte erklärt, um dann hinterher wieder das Ganze nachzubauen. Sieht man bei den Mountainbikern oder Downhill-Racern oder wie die da genau heißen auch. Irgendwie ist das so ein bisschen, dreht sich mir so ein bisschen das Gehirn, aber egal. Was ist für dich der Reiz daran? Also das Nachbauen hat den riesengroßen Vorteil, dass ich dann natürlich sagen kann, okay, ich kann einen Meter weit springen, dann stelle ich mir das Ding jetzt halt einen Meter weit weg. So, und wenn ich dann merke, Mensch, ich kann vielleicht doch ein Stück weiter, dann stelle ich es mir halt noch ein Stück weiter weg. Mhm. Genauso, ich kann mir halt nicht aussuchen, wie hoch die Kante ist, wenn ich sie irgendwo in der freien Wildbahn finde. Das kann ich mir aber aussuchen, wenn ich da so eine Kiste habe, die ich hinstellen kann.
So, und dann übe ich halt erstmal in der Höhe, die ich kann, und dann wird das immer mehr, und das ist natürlich ein Riesenvorteil daran, wenn man es künstlich macht. Wir trainieren auf einem alten Bunker in einem Hafengebiet, wo dann auch hin und wieder mal etwas verwirrte Leute auf Schiffen vorbeifahren und sowas. Und das ist schon sehr, sehr rustikal. Was der Reiz ist, auch an das Ganze im öffentlichen Raum zu machen, sind halt schon ein Stück weit natürlich die verwirrten Blicke. Mhm. Und zum anderen sind Dinge, die, wenn man ich sag immer, das ist, als wenn man sich selber sein Leben anguckt und man guckt es plötzlich durch so eine Action-Cam irgendwie, durch so eine GoPro, da gibt es auch andere Hersteller. Ich wollte gerade fragen, ist eine Videokamera immer dabei, weil der Gedanke, das mal bei YouTube hochzuladen, damit es irgendwie fetzig aussieht, ist der immer so ein bisschen im Hinterkopf? Nö. Gut. Also bei mir zumindest nicht. Wir filmen, also ich mache immer ein Selfie nach dem Sport, das hat aber eher irgendwie was damit zu tun, dass es mich motiviert hält, dann da auch mal hinzugehen, wenn ich eigentlich keine Lust habe. So nach dem Motto, sonst fragen die Leute, bist du doch gar nicht mehr im Sport gewesen. Achso, ich dachte, das wäre das Signal an die Familie. Keine Sorge, ich habe es diesmal auch überlebt. Ich hab's überlebt. Wir fangen ja nicht bei 3 Meter Höhe an. Ja? Wir fangen ja irgendwie bei 30 Zentimeter Höhe an. Wenn man da runterfällt, ist gar nicht so schlimm. Ja? Das ist schon ein Hindernis. Also diese, hier auf die Bühne zu kommen, ist für mich ja schon das Hindernis. Also mein Parcours. Ich wäre da jetzt auch eleganter hochgekommen, nur ich wollte die Bühne nicht ins Wackeln bringen. Ich kann das gleich nochmal machen, wenn du drauf bestehst. Ich bestehe nicht drauf, aber wenn du es machen willst, ja, gut, alles, was du tust, ist auf eigenes Risiko. Gut. Ich habe nicht gesagt, dass du das tun sollst. Nein, wie gesagt, der Reiz sind schon irgendwie die verwirrten Blicke und vor allem auch, wenn man es dann selber sieht, wenn man dann wirklich von einer größeren Höhe runterspringt und man landet da und rollt sich ab und guckt dann nochmal nach hinten und denkt, da bin ich gerade runtergesprungen. Verdammt. Oder man springt dann wirklich ab und sieht irgendwie die Landezone näher kommt, denkt nur, oh Mist, ah, das passt und dann landet man und denkt so, wow, das habe ich gerade geschafft. Das ist toll. Also, oder auch wenn man dann die nächste höhere Kiste nimmt oder die Kiste 10 cm weiter wegstellt oder man baut dann auf und guckt und sagt, ah, die haben wir ganz schön weit weggestellt, lass mal probieren und dann funktioniert es. Man sieht halt diese Trainingsfortschritte sofort. Aha. Und nicht nur in Zentimetern, sondern wirklich, man sieht, die Lücke wird größer über die Saison. Mhm. Und das ist toll, das macht einen Heidenspaß. Okay. Ich meine, die gerade angesprochenen Videos, die man teilweise sieht, wo Menschen von einem Dach zum anderen springen oder so, wenn sie gut gehen, ist ja alles in Ordnung. Ich frage mich immer, wie viele von den Filmen werden dann quasi gelöscht, weil dann eben einer doch nicht gelandet ist, so wie er wollte, sondern sich böse wehgetan hat. Das ist so ähnlich wie mit den Katzenvideos, wo die Katzen die bösen Hunde verscheuchen. Die, wo das schiefgegangen ist, willst du halt nicht sehen. Das ist klar. Wir würden dich aber gerne wiedersehen. Ja, ja, das kriegen wir hin. Und vor allem wieder schmecken. Also, nicht eben. Vielleicht an Tag 1, aber nicht an Tag 3. Dürfen wir mal an dir lecken. Nein, das habe ich nicht gesagt. So, okay. Dankeschön, Sven. Ja, vielen Dank. Bitte. Wo ich den Roddy da gerade sitzen sehe, ich weiß nicht, ob es wirklich sein einziger Verdienst ist, aber ich bringe ihn mit dem großen Hefeteig in Verbindung, der auch in deiner Pfanne gemacht ist. Und ich würde Roddy mal gerne eben fragen, wie er zu dieser Idee eigentlich gekommen ist. Magst du mal kurz erzählen? Dann gibst du einfach. Es mag mit Alkohol zu tun gehabt haben. Ach so? Naja, als ich las bei Twitter, wo ist die Hefe? Oh, wir sahen gerade einen sagenhaften Sprung von Sven. Von dieser Höhe. Also als ich auf Twitter las die Frage, wo ist die Hefe, und irgendjemand antwortete, wo sie halt steht, neben dem Kühlschrank oder so, habe ich tatsächlich gedacht, es ging um Hefeweizen, aber es ging tatsächlich um Backhefe. Ja. 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 Hallo Roddy. Was wie, hast du mit wie dem... Wie bin ich zu diesem Teig gekommen? Hefeteig zu tun, genau. Ich weiß nur, dass das irgendwie am ersten... Genau, Bernd. Der Teig wurde dann irgendwann Bernd getauft. Am ersten Abend... hatten wir da irgendwie diskutiert und ich meinte nur, ja, Hefeteig mache ich gerne. Und dann schwenkte die Diskussion innerhalb kürzester Zeit dahin, dass ich dann irgendwie Team Pizza war. Ganz alleine? Ja, und dann habe ich mir so angeguckt, was ist denn da so in der Küche? So 2 große 10-Kilo Säcke Mehl. Dann habe ich mich mit Hilfe der bewährten Kulturtechnik Dreisatz daran gemacht, mein Pizzateigrezept hochzurechnen auf 20 Kilo Mehl. Okay. Weil wir hatten ja 20 Kilo Mehl. Aber die muss man ja nicht komplett, man hätte nicht, also warum, wenn sie schon mal da sind, natürlich, klar, also verstehe. Ich habe argumentiert, das reicht. Andere Leute waren sich da nicht so sicher. Ach so, sollen wir nochmal einen losschicken, nochmal 10 Kilo kaufen? Ja, und dann was hat der Dreisatz denn so ergeben? Also was braucht man denn, um 20 Kilo Mehl zu einem glücklichen Hefeteig zu machen?
Also einerseits. Ich hoffe, dass er das auswendig kann. Also mein Pizzarezept, ich nenne ihn immer den 2-3-4-Teig, weil da kann man sich schön merken. Okay. Das sind 200 Gramm Hartweizengrieß, 300 Gramm Mehl und 400 Milliliter Wasser. Dazu kommen dann noch so 2 knappe Teelöffel Salz und ein bisschen Hefe. Also nicht ein ganzer Würfel, sondern vielleicht so 2-3 Millimeter abschneiden. Okay. Oder eine entsprechende Menge von so einer Trockenhefe. Okay. Ja, und dann geht's los. Und wenn man das hochrechnet, kommt man halt auf 16 Liter Wasser und auf 350 Gramm Salz. Und 5 Hefewürfel, ne? Und Pi mal Daumen. Wir haben dann gesagt, also ich würde jetzt mal so 5 Hefewürfel nehmen. Übliche Haushaltsmengen. Also. Genau. Genau. Im Tankwagen zu 6000 Liter. Und dann war die nächste Frage, okay, das ist ja doch eine Menge, wo machen wir denn? Das wäre meine nächste Frage, dankeschön, dass du das vorwegnimmst, genau. Wo? Dann wurden irgendwie die Teller anscheinend, habe ich dann gesehen, ich habe so Gastronomieboxen und dann. Nee, und dann haben wir hin und her überlegt und dann dachte ich mir nur so, warum eigentlich nicht El Pfanno benutzen? Ach so. Ich meine, das ist ja nun mal wirklich eigentlich ein groß genuges Gefäß in einer angenehmen Arbeitshöhe. Ja, und dann haben wir das gemacht. Und vielen Dank da hinten nochmal fürs Kneten. Ne? Aha, die knetenden Hände von Albrecht Dürer, genau. Wie lange hat das gedauert? Wie lange hat das gedauert? Halbe, dreiviertel Stunde? Oh. Ungefähr, ja. Habt ihr da noch ein bisschen Feuer drunter gemacht, damit er sich behaglich warm hat? Nee. Nein. Also halt so eine Art Vorteig. Also das ganze Wasser, das ganze Salz, die ganze Hefe und dann halt einen ordentlichen Schwung Mehl rein, damit das so ein bisschen suppig wird und das irgendwie eine halbe Stunde stehen lassen. Mhm. Und dann den Rest vom Mehl rein und das so weit durchmischen, bis es halbwegs homogen ist und dann abgedeckt und ihn dann in Ruhe sein Ding machen lassen. Und das füllt ja am Ende dann so einen ganzen Gastro-Behälter, wo normalerweise Geschirr drin ist, komplett aus. Naja, dann kam die Diskussion auf, ja, wir brauchen El Pfanno wieder für die Filzpanne. Und wo tun wir den hin? Und dann haben wir nach Gefäßen gesucht und dann gab es da halt irgendwie dieses graue rechteckige Ding. Und da passte er dann zu meinem Erstaunen, ehrlich gesagt, ganz rein. Ich dachte, naja, machen wir erstmal die Hälfte rein und dann finden wir was anderes für die andere Hälfte. Aber dann hat er erstmal reingepasst und ja, quoll etwas raus aus den Griffen. Also ich hörte davon, dass Pizza gemacht wird und als ich das erste Mal da vorbeiging, also man muss ja noch dazu sagen, es war ja dann so, dass nicht irgendein Küchenteam jetzt Pizza reihenweise für alle gemacht hat, sondern man stand tatsächlich vor den Zutaten, also der Bernd war schon da als Teig, aber was man drauf tut, welche Soße, welchen Belag und so weiter, das macht dann jeder für sich selber. Also jeder hat seine eigene Pizza sozusagen. Ich glaube, am Anfang gab es Salami-Pizza und dann wurde das quasi über. Na, wir haben ein, zwei Prototypen gebaut, um mal so zu gucken, wie sich so, der. So könnte es aussehen. Wie sich der Ofen so verhält und so weiter. Nö, ich dachte halt, jeder mag andere Sachen. Der eine vegan, der andere ohne Zwiebeln, ich mag keinen Thunfisch, also das ist halt irgendwie, da macht jeder seine Pizza selber und dann haben wir die Diskussion nicht und ich glaube, das hat gut geklappt. Ja, als ich eben mitbekam, dass da dieses Selbstbau wollte ich eigentlich auch, aber war die Schlange sehr lang und dann konnte ich nicht, hatte keine Zeit und habe ich schon gedacht, oh schade, hast du die Gelegenheit verpasst, dir eine Pizza zu machen. Bin irgendwie ein paar Stunden später hin und dachte, naja, jetzt willst du vielleicht noch irgendwelche Reste vom Pizzateig da finden. Und ich fand diese Box, diese Gastrobox bis zum Rand voll. Und ich habe aber schon mindestens 50 Leute irgendwie Pizza essen sehen. Das sieht ja gerade so aus, als hätten sie angefangen. Und dann stellte ich. Ja, Magic Bernd. Ja. Dann sah ich, dass diese Kiste in der Sonne stand und erinnerte mich daran, was Hefe ja für Eigenschaften besitzt. Und ist es in der Tat so, dieser Teig ist ständig nachgewachsen. Und mir hat dieses biblische Motiv, Fütterung der 5000 Menschen, also diese Brotvermehrung, habe ich gedacht, ja, wenn die damals einen Bernd gehabt haben, dann ist das völlig erklärlich, warum das immer noch, alle waren satt. Ja, man muss nur mal backen, lange genug warten, dann wird der Teig immer mehr. Irre. Das war absolut irre. Ja, und dann hat, wie gesagt, es quoll aus den Seiten raus. Also man musste ihn dann irgendwann mal dunkel stellen. Es gab sogar ein
ein Deckel auf diesem, auf dieser Box und stand da, mach bloß kein Licht, nicht den Deckel abheben. Aber nee, ich glaube, was ein guter Faktor war, war, dass das Küchenteam dieses Pizzamehl, dieses italienische Tipo 00 gekauft hat. Oh, sag das nochmal. Tipo 00. Tipo 00. Ah, schön. Das hat ein bisschen mehr Gluten und hält deswegen das Kohlendioxid besser. Und dann kann der Teig halt mehr gehen. Also alle haben gesagt, da war zu viel Hefe drin. Da war nicht zu viel Hefe drin, sondern der Teig hat halt die Blasen gut gehalten. It's not a bug, it's a feature. Genau. Eben. Du hast es gerade schon im Nebensatz angesprochen, wir mussten mal testen, wie das denn so wird. Es ist nämlich nicht einfach so ein Elektroofen, wo man irgendwie eine Gradzahl X einstellt und dann ist das eine konstante Hitze, sondern es ist ein selbstgemauerter, also nicht von dir selbstgemauerter in diesem Fall. So ein Lehmofen oder Lehmofen, weiß ich nicht. Mit echtem Holzfeuer im Hintergrund. Also genau. Sven war da auch am Holzhacken irgendwann zwischendurch. Mhm. Wer kannte sich mit dem Ofen aus? Wie ist das? Wer hat das? Doch, da muss man sich nicht gemanagt. Auskennen. Man macht den heiß und dann backt man Pizza. Also. Achso, okay, wenn es so einfach ist. Naja, Pizza will man sowieso möglichst heiß haben. Also den Ofen, damit man die backen kann. Ja, aber man könnte ja zum Beispiel überlegen, tun wir die jetzt in eine Pfanne da rein oder ohne, was muss ich vielleicht beachten, wenn ich das... Deswegen die Prototypen. Ja. Und wie viele habt ihr gemacht? Wie viele Pizzen insgesamt? Oder auch eine interessante Frage, aber die wird sich wahrscheinlich nie klären lassen, weil ja über den ganzen Nachmittag, Abend hin bis heute Morgen. Also ich habe gerade Fotos von Bernd Brötchen gesehen. Von genau. Bernd, ja. Ein ganz wunderbares, da hatte man ja die auch noch Augen. Den restlichen Teig haben wir heute Morgen als Brötchen verbacken. Auch da in dem Ofen? Nee, oben in der Küche, ja, in der Küche. Elektroofen. Super. Ja. Also ich glaube, mit Bernd, Potsdok Bernd oder Bernd ist Brötchen. Kann gerne wiederkommen. Ja, genau, kannst du auch gerne wiederkommen, genau. Du bist auch zum ersten Mal hier, ne, oder? Ja. Und aber auch ein erfahrener Festival oder, sagen wir mal, Community-Event-Besucher. Ja, kann man so sagen. Also beim Kongress war ich relativ häufig. Wie fühlt sich das hier an so für dich? Gut. Ja? So. Schön. Kommst du nochmal wieder? Klar. Oh, super. Dann ist das mit dem Mehl, also was war das? Tipo 000. Tipo 00, also 00. 00. Jetzt habe ich mir schon gedacht, also hier, ich war ja vorhin schon auf der Toilette, also von daher. ist so ein Stift hier. Kann man also gut auch als Schutz. Okay, also wer demnächst die Einkaufsliste macht, bitte von vornherein Tipo 00 raufschreiben. Ganz herzlichen Dank, Rudi. Prima. Vielen Dank. Ja, da nicht für. Super. Ich hatte gerade den TJ aufgerufen, ist er inzwischen da? Der ist immer noch in der Küche, ne? Gut, okay. Dann gucken wir mal. Der ist da? Wo? Ach, da hinten. TJ, magst du uns von deinem Workshop veganes Kochen erzählen? Ach, der ist ausgefallen. Was hättest du denn gemacht, wenn er nicht ausgefallen wäre? Du hast jetzt die Gelegenheit. Dankeschön, Roddy. Dann haben wir den. Das geht eigentlich ganz schnell. Das ist gut. Wahrscheinlich sind wir eh schon. Vielen Dank. Wir sind ja eh danach, also. Das stimmt. Das ist eine. Wir sind eh danach dran, genau. Ja, Am Ende, wir müssen uns von der Bühne fliegen gegenseitig. TJ, also, hallo, also, TJ. Ja, hi. Du wolltest einen Workshop machen zum veganen Kochen, weil das vegane Kochen dein Steckenpferd ist, oder? Ja, so ein bisschen. Mhm. Ich habe ja letztes Jahr hier irgendwie gesagt, so das Essen war Mist. Zumindest das vegane letztes Jahr. Und dann gesagt, okay, ich kümmere mich darum, dass es dieses Jahr besser warum wird. Warum war es Mist? Einfach zu wenig? Oder es war, es war entweder fettig oder es war einfach... Die Qualität stimmte nicht oder es war halt einfach nichts da. Zu wenig oder falsch? Genau, also es war alles irgendwie... Schlimmer kann es eigentlich gar nicht sein. So richtig gut war es einfach nicht, Punkt. Ja, gut. Ja, war ja auch irgendwie externes Catering, wahrscheinlich jemand, der keine richtige Ahnung davon hat, wie man das, worauf man achten muss und einfach nur so, ich nehme ein normales Rezept und lasse das weg, was nicht vegan ist. Mhm. So in die Richtung fühlte sich das an. Ist ja auch nicht ganz einfach. Ne? Also ich habe gestern gelernt, Honig ist nicht vegan. Ja? Also soweit hätte ich das gar nicht sind gedacht. So, genau, okay, Grenzbereich, alles das sind klar. So Grenzbereiche. Und um genau die Sachen sollte es im Prinzip gehen, aber im Endeffekt, ich hatte nichts wirklich vorbereitet. Ich hätte das spontan gemacht anhand der Fragen, die kamen. Mhm. Und im Endeffekt, und eine der ursprünglichen Ideen für diesen Workshop war eigentlich, wir brauchen am Samstagvormittag Leute, die helfen beim Vorbereiten. Und wir nennen es Workshop.
Super. Mein Punkt. Aber hast du einen Workshop so? Bühnenkonstruktion und Aufbau gemacht? Ich mache nachher noch einen Abbau-Workshop. Workshop. Ah, okay. Genau. Es waren auch super. So ausreichend Leute da und die hatten kein gesteigertes Interesse, mich zu veganem Essen zu befragen. Deswegen ist das quasi ausgefallen. Ich Moderationsworkshop planen. Für nächstes Jahr. Ja, genau. Okay, aber das war nicht schlimm. Nee. Fühlst du dich jetzt nicht überhaupt nicht. Missachtet, zurückgesetzt oder ignoriert hier? Ich hatte auch an so vielen Stellen vor, was vorzubereiten und ich hab's entweder vergessen oder nicht dazu gekommen in abwechselnder Reihenfolge. Konntest du denn mit dem Bernd was anfangen? Ist der denn vegan genug gewesen? Ich meine, also vegan genug klingt auch blöd. Ne? Auch diese Geschichte mit der Hefe soll irgendwie grenzwertig sein, ich verstehe es aber nicht. Also ich bin so ein bisschen der Meinung, alles, was kleiner ist als mein Fingernagel, das kann ich auch essen. Egal, wie sehr es lebt. Und Hefen sind kleiner. Okay. Ja, aber da war ja auch vor allem Pflanzliches drin, ne? Hefen sind aus irgendeinem Grund grenzwertig, aber ich verstehe es nicht. Also du kannst Ameisen essen, würde ich dann sagen. Ja, genau. So, ich hätte kein Problem damit, auch mal Insekten zu probieren, sagen wir es so. Genau. Okay. Aber ich bin ich. Und das muss jeder Veganer für sich selbst entscheiden, was er oder sie isst. Super, genau. Ja? Sehr gut. Ja, wunderbar. Das ist doch ein tolles... Achso, hast du an irgendwelchen anderen, jetzt schon besprochenen Workshops irgendwie teilgehabt? Den Parkour-Workshop habe ich wegen irgendwo festgequatscht verpasst. Die beste Ausrede ever, ja. Ach, das ist schon vorbei. Was hier passiert so, ne? Man läuft irgendwo hin, muss noch mal kurz aufs Klo, kommt vom Klo wieder und... kommt nicht mehr weg. Ja. Nicht mehr dahin, wo man eigentlich hin wollte. Hier bei der Krypto-Party auch mitgefeiert. Mit lustigen Hütchen. Ich krieg dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf. Hier alle diese kleinen dreieckigen Hütchen und dann so eine Luftschlange und auch noch so eine. Genau. So was rauskommt da so. Nein. Okay. Ja, ich müsste mal mehr für meine Privatsphäre im Internet tun, aber auf der Krypto-Party habe ich es bisher noch nicht geschafft. Müsste mal, ja. Also, ich habe auch den Punkt, ich habe in der Theorie das komplette Wissen, ich müsste es nur mal umsetzen. Ich bin immerhin Sys-Admin, weißt du? Es sind doch immer die Schuster mit den schlechtesten Schuhen, genau, ist doch genau. Ganz klar. Genau, so ein bisschen. Okay, du bist ja nicht das erste Mal auf Potsdam. Ne, das ist jetzt mein zweites. Das zweite, dann kannst du ja vergleichen mit dem vom letzten Jahr. Das Wetter auch so, war geiler. Ich wollte gerade sagen, wo die Sonne das Wetter war geiler, die Stimmung war genauso geil. Ja. Also natürlich, dadurch, dass es heller war, war die Stimmung auch ein bisschen heller. Oha. Aber wie einfach die Zusammenhänge sein können. Großen Unterschied war es nicht. Und ich war ja schon mit im Februar hier zum Orga-Meeting. Ich habe gesehen, die Location kann was oder die Location hat Potenzial und wir haben sehr viele dieser Potenziale gehoben. Konntest du dir das im Februar schon so vorstellen? Nein. Nee, ich auch nicht. Ich habe auch damals im Podcast schon gesagt, also ich sehe Potenzial, aber ich weiß noch nicht genau, wo es hingeht. Und jetzt habe ich gesehen, da geht was. Ja. Und wenn das nächstes Jahr wieder klappt, ich glaube, ich wäre dafür wieder hier. Ja, würde ich auch sagen. Also das hat hier, ich habe das gestern schon im Gespräch gesagt, dass die Bühne hier so steht, das sieht so selbstverständlich aus. Ja, auch mit der Rampe und so. Das fühlt sich völlig organisch an. Es müsste alles so sein. Es ist einer von 7 oder 8 möglichen Standorten für eine Bühne gewesen, hier im Ganzen. Man hätte sie da hinbauen, hinters Haus, am Aquarium. Ja, das ist halt nur der einzige Standort, wenn wir das mit der Rampe natürlich kombinieren, ne? Das genau, halt aber dass überhaupt diese... Also ja, das ist ja auch noch genug Platz, wenn hier doppelt so viele Leute kommen, muss halt das Front of House ein bisschen weiter weg und dann ist da Platz. Ja. Für mehr Plätze. Aber immer gut, wenn eine Lösung dann sich so, wie TJ gerade sagt, so wie so eine organische Lösung darstellt, das ist irgendwie immer ein Indikator dafür, da hat man wohl was richtig getroffen irgendwie. Ne? Also wir haben echt im Februar, also ich will nicht sagen, also ich habe mehr so zugeguckt, aber die anderen haben sich echt die Köpfe heiß geredet, wie kann man was regeln und also nochmal vielen Dank für alle, die das im Vorfeld gemacht haben, wer immer da gewesen ist, Dankeschön dafür. Und Dankeschön TJ für den nicht stattgefundenen, aber doch gewollten Workshop. Herzlichen Dank. Jetzt sehe ich, dass der Ralf da ist. Ich frage dich, hast du deine Stimme wieder? Ja? Kannst du... Was du mit deinem Workshop gemacht hast in der Werkstatt? Also hier das steht... Das ist ein Podcast-Tisch. Am Podcast-Tisch. Dann erzähl was über den Podcast-Tisch. Macht auch nichts. Komm mal kurz. Habe ich falsch notiert. Kann ja auch mal vorkommen. Podcast-Tisch. So. Wir hatten, das können wir ja mal so mal eben resümieren, wir hatten eine Außenbühne, eine Innenbühne, eine Werkstatt und einen Podcast-Tisch. Also 4 Orte, an denen überhaupt
Also abgesehen den und, spontanen ja, Salo dann und so Outdoor hatten wir auch noch so als Kategorie, wie jetzt zum Beispiel Parkour und sowas, wenn irgendwas richtig, jetzt oder auch, halt ja. Zum Beispiel Lars mit seinem Himmelsbeobachtungs. Das wären ja dann 5 Tracks, ne, oder? Ja. Wow. Mein Gott. Wurzung wird richtig groß. Der Ralf hat Platz genommen. Herzlich willkommen. Ralf Meyer nebensprechen. Du hast heute Morgen getwittert, du hättest keine Stimme mehr. Beziehungsweise, wenn sie jemand fände, wärst du dankbar, man würde sie dir bringen. Wer hat sie dir gebracht? Ich habe etwas nachgesteuert mit so Lutschtabletten. Okay. Es ist aber noch nicht so das, was ich mir unter meiner Stimme vorstelle. Okay. Du, jetzt habe ich das gerade verwechselt. Ich dachte, du wärst in der Werkstatt gewesen. Du warst am Podcast-Tisch. Erzähl uns doch mal vom Podcast-Tisch. Was ist denn das und wie war das da so? Ja, also ich habe den Podcast-Tisch das erste Mal gesehen, als wir den für diesen Workshop, Workshop war es halt nicht, wir haben ja eigentlich nur da gesessen, Kaffee getrunken und Kekse gegessen. Ich musste selber erstmal suchen, wir hatten dann auch noch so ein kleines... Von welchem Workshop sprichst du denn jetzt? Das war die Veranstaltung. Wir haben, von deiner jetzt? Ja, das, ach so, okay. Das war Workshop, wir haben uns nett unterhalten, Kaffee getrunken, Kekse gegessen. Du hast nur den halben Titel aufgeschrieben, da war noch was mit Keksen im Titel. Ja, ja, mhm. Genau. Und das haben wir gemacht. Also man kann das schon als Workshop sehen oder auch als Podcast-Aufnahme. Also wir haben ja beides gemacht. Okay. Das war, ne? Aber Essen im Podcast kommt ja jetzt wirklich nicht so gut, ne? Also ich habe mal in die Aufnahme reingehört. Also ich fand sie witzig. Das ist ja schon mal gut. Wenn es dir gefällt, ist ja alles gut. Ja. Der Absender, also es war sehr, sehr deutlich hörbarer, genau. Verzehr. Vorzufinden. Und du hast den Podcast jetzt zum ersten Mal gesehen, sagst du? Ja. Bist du denn technisch damit zurechtgekommen? War das also irgendwie selbsterklärend? Also wir hatten Hilfe gehabt. Von wem? Mhm. Von Björn. Der hat diese Schicht übernommen. Wir hatten aber so kurzzeitig überlegt, vielleicht doch noch mit der Krypto-Party zusammenzugehen und dann doch keine Aufnahme zu machen. Deswegen haben wir ein bisschen später angefangen. War aber vollkommen in Ordnung. Wir haben die Dose Kekse in 34 Minuten dann komplett leer gemacht. Okay. Ja. Das lasse ich unbeantwortet, ob wir was Hosen an hatten oder. Ach, hattet ihr Hosen an, ist die Frage. Ich hoffe, das keine Schuhe, weil das war eine der. Ja, die haben wir ausgezogen. Genau. Ja, stimmt. Das ist, das ist eine Regel hier in der, der Kulturherberge. Alle Räume, die Fuß. Ach, Teppich. Alle Räume, die Teppich haben. Fußböden haben. Bitte, ja genau, alle Räume, die Fußboden haben. Bitte. Alles, was Boden hat. Ich hatte meine Schuhe noch an. Ja, du hattest deine Schuhe noch an, ja. Da haben wir ein Auge zugedrückt. Mhm. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um mehrere Stunden. Naja, wir sind also, ja die nachfolgende also Sendung. Also die Technik, nur zur Info, die hören nur wir, die geht nachher nicht auf den Stream. Das heißt, wenn wir darüber reden, versteht man gar nicht, was also passiert, man hat oder? Mir gerade ach so, 12:20 ach so, ach so. Uns wurde gerade die aktuelle Uhrzeit eingesprochen und das ist der geheime Regie-Kanal. Ach, ihr baut hier eine, wenn ich dran denke, was wir da letztes Jahr hatten oder vorletztes Jahr. Mit dem R24? Ja, mir wurden immer Zettel gereicht, die wurden vorgelesen. Wenn wir jetzt natürlich bei dem, was im Talkback passiert, reden, ist das genauso. Wir können es aber auch lautstellen. Achso. Also das soll ich jetzt nicht erwähnen, weil das hat ja keiner außer mir gehört, ne? Oder wie? Nee, das war jetzt, das hat er sogar, wenn du es auf der PA mithörst, falls du das noch akustisch mitkriegst, dann... Auf der PA? Ja, auf den Lautsprechern. Ach so, den Beschallungs... genau. Ja. Was heißt denn PA eigentlich auf Deutsch? Genau, Public. Danke. Genau. Das ist, ne, man ist immer, man benutzt so Begriffe ganz selbstverständlich. Also Krypto-Party, PA, warum heißt denn das eigentlich so? Was ist denn das eigentlich so? Genau. Du hast das Nebensprechen aufgehört. Nein, jetzt bin ich auf den Ralf gekommen. Das ist unhöflich. Wir laden uns einen Gast auf die Bühne und dann fangen wir an, ihn zu ignorieren. Das ist ja gut, ne? Wer war da nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ich gebe. Nein. Wo kann ich denn das hören, was du denn? Also ich habe jetzt aktuell das einfach nur als MP3 mit so einem Link über meinen Twitter-Account mal geteilt. Ohne RSS-Feed? Ohne RSS-Feed. Es ist kein Podcast. Ja, ich verstoße da aktuell gegen die üblich geltenden Konventionen, aber nur mit dieser einen Datei, ja, weil ich bin im Moment mit meiner Technik noch nicht so ganz im Reinen, wie das in Zukunft weitergehen soll. Okay. Also ich habe angefangen, das Ganze umzuziehen, bin aber noch nicht fertig und deswegen gibt es im Moment keinen RSS-Feed. Bist du zu Podigy gezogen? Bist ja. Du da? Aha, ja, okay. Ja. Also es gibt theoretisch schon Feed, aber der Inhalt ist noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Warum hast du diesen Weg gewählt? Wegen der Datenschutzgrundverordnung. Oh, Claudia. Guck mal, ein Opfer der DSGVO. Also für Podigy ist das jetzt ein Gewinn, weil ich zahle ja dafür. Ja, ja.
Ja, ja. Ich finde das eine gute Sache. Und man hat mal was Neues kennengelernt. Auch wahrscheinlich. Ja. Ich habe mal was Neues kennengelernt, weil dieses Prodigy kannte ich so vom Hören sagen, haben wir dann so gedacht, so größere Label, wie sie sich selbst bezeichnen, wenn 4000 Hertz dorthin geht, um die mal zu nennen, kann das ja nicht so schlecht sein. Gucke ich mir mal an. Und das war ganz interessant und ich finde das eine schöne Sache. Werbung wirkt. Wir wissen. Nee, ist ja auch okay. Also wir haben es ja auch an anderer Stelle schon besprochen, dass dieses Angebot, dieser Vollservice, der da geboten wird für Menschen, die sie jetzt keine Lust oder haben, sich mit der Technik auseinanderzusetzen. Oder eben zum Beispiel diese rechtlichen Rahmenbedingungen jetzt nicht so genau studieren wollen und sich da einigermaßen auf der sicheren Seite fühlen wollen, dass für die so ein Full Service eigentlich ein ganz funktioniert gutes Angebot ganz gut. Ist. Und, die ganz sehen ja jetzt auch nicht wirklich so aus, als wollten sie da die Leute, sagen wir mal, ausnehmen, sondern es ist eher, es wird Wassereis gereicht. Dankeschön. Guck mal, der Kai bringt uns hier einen ganzen Kübel. Ein Kübel Eis. Sind das zwei? Ja, du musst jetzt hier das Bussi. Achso, es ist ein Erfrischungsgetränk gefroren. Haben wir noch eine Schere oder so? Kriegt man die so? Muss man aufnagen. Warte. Ja, kennst du das nicht? Ja, ich kenne das, aber ich wollte das jetzt nicht auf der Bühne machen. Achso. Die sind offen. Ah, die sind schon offen. Eine Schere. Was für ein Service. Die sind schon aufgeschnitten. Super, jetzt machen wir hier ASMR, Lutschgeräusche. Jetzt sind wir bei dem hörbaren Verzehr. Ich finde das sehr schön, dass ihr das direkt adaptiert und jetzt in der Podcast-Szene etablieren werdet. Okay. Wassereis lutschen im Podcast. Ist das kauen? Ist das? Ja, Ralf, wo wir gerade so ein bisschen über Podstock auch schon gesprochen haben, du bist jetzt zum wiederholten Mal hier. Ich kann mich erinnern, dass du in Almke sogar schon im Mehrbettzimmer geschlafen hast, mit deinem Bettnachbarn, der das Hello Kitty Kissen hatte. Das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Schöne Grüße an Sebastian. Ja, genau. Nicht der andere. Es gibt noch einen Sebastian. Ja, korrekt. Vom Truckercast, von dem wir so lange nichts gehört haben. Das ist nicht gut. Ja. Genau. Das habe ich schon angeprangert letztens. Aber du hast jetzt auch lieber externe Behausung gewählt. Ja, aus Gründen. Magst du den nennen? Ja, ich werde 30 dieses Jahr. Das Alter schlägt zu. Nein, also ich sehe das immer so, hier ist ja immer so viel los und es wird ja auch ganz gern mal gefeiert. Und die Partys sind ja legendär, wie man so dem Twitter-Feed morgens entnehmen konnte. nee, lass mal. Und das war so ein Grund, irgendwo bei so einer Veranstaltung, die von den Eindrücken her recht vielseitig ist, einfach auch mal eine Pause zu haben und zu sagen, okay, jetzt kann ich mal in Ruhe schlafen und dann starte ich wieder mit Kraft durch. Das war eigentlich der Hauptgrund. Also der Wechsel zwischen Trubel und Ruhe? Genau, einfach mal so kleine Auszeit und dann mit Power wieder durchstarten am nächsten Tag. Und kommt gut. Ist nicht, manchmal ist es ja so, wenn man so eine Veranstaltung ist, geht raus und muss dann wieder neu reinfinden irgendwie so. Also man ist immer so eine Schwelle zu überwinden. Dann ist dann irgendwie ein paar Stunden die wichtigsten der Nacht nicht mitbekommen oder ja, aber so. Aber gut, wenn ich hier schlafen gehe, habe ich ja das dann auch. Ja, hier gehst du ja dann nicht schlafen. Oder du Schlaf nimmst du wahr. Das ist der Trick, vielleicht soll ich einfach nicht schlafen. Ich las so Sachen wie Schnarchkonzert oder so. Also da versuchten Menschen, selbst im Schlaf hat man die Eindrücke des Podstocks nicht ausblenden können, sagen wir es mal so. Das ist halt so der Punkt, wo ich sage, das wäre halt schön, wenn ich da in einem Hotel so ein bisschen mal meine Ruhe habe und vielleicht mich nicht noch auf das Schnarchen von jemand anders so einstimmen muss. Gut, also das funktionierte für dich gut. Ja, also dieses Jahr, denke ich, war das okay. Nächstes Jahr muss ich mal gucken. Vielleicht tue ich das dann wie andere so im Auto nächtigen. Vielleicht ist das dann auch nochmal eine Option. Aber ja, das ist ja neu, ne? Das wird so einen kleinen Campingplatz da quasi, aber auch in sichtbarer. Also die Camping Area ist cool. Von der Location her auch, ne? Die sind nicht irgendwie weit weg und weißt du, sondern sie sind auch mittendrin mit ihren. Und trotzdem haben sie ihren privaten Rückzugsort, wo sie sagen können, jetzt bin ich mal weg und so ein bisschen Ruhe bietet ja so ein Fahrzeug auch. Und dann sagt man, schläft in seinem Fahrzeug. Ja, aber wenn der Nachbar schnarcht, geht das schon auch durch diese Presspappe da durch. Also das. Ja gut, ich schlafe ja im Auto. Das ist ja nochmal was anderes wie so ein Wohnwagen, glaube ich. Ja, das finde ich dann vielleicht nächstes Jahr heraus. Aber vielleicht nehme ich auch wieder ein Hotel, das weiß ich noch nicht. Wird sich zeigen. Gut. Und das heißt aber, du kommst wieder. Dir hat es auch dieses Mal so gut
gefallen, dass du sagst, es lohnt sich wiederzukommen. Ja, also irgendwie, ich bin da mal so fast genötigt worden. 2015 waren wir, glaube ich, in Almke, das war das zweite Podstock. Du gehst da hin, du willst dorthin gehen und naja, irgendwie bin ich nie wieder so wirklich gegangen. Du bist gegangen und nicht gegangen. Genau. Ja, warst du noch her? Wer hat dich genötigt? Ja. Wer war das damals? Wir haben es bestimmt schon mal besprochen. Der Herr Brombeerfalter war das. Ah. Herr Daniel hat damals gesagt, du willst dorthin gehen, du kommst damit, das gefällt dir. Und ich so skeptisch dahin gefahren mit Sebastian damals und René. Und irgendwie nie wieder zurückgekehrt von diesem Event. Wie hat dir denn diese neue Location hier jetzt im Vergleich dann zu Almke zugesagt oder nicht zugesagt? Man muss es immer sehen, die Veranstaltung wächst ja. Wir sind ja immer, wir haben ja jedes Jahr so ein bisschen einen anderen Anspruch, weil wir ja mehr Leute sind, wir müssen mehr Leute unterbringen. Wir haben dann dieses Jahr die Thematik mit dem Camping. Das hat sich ja so über die Jahre entwickelt. Man muss dazu sagen, Ralf ist auch ein wesentlicher Teil des Orga-Teams. Deswegen kann er locker von diesem Wir sprechen, ne? Ja, oder? Genau. Gut. Ja, aber ich sehe das. Dieses ja, stimmt, das ich stimme, das Wir ist eigentlich alle in genau, ja, es macht ja jeder, es macht ja hier jeder so vielen alles Dank. Und macht guter Hinweis, ich habe jetzt eine Linie gezogen, wo keine ist, ja. Das stimmt. Ja, stimmt. War falsch, ich gebe es zu. Ja, und Entschuldigung. Im Vergleich zu Almke war damals für die Veranstaltung, war das okay. Ich weiß nicht, beim ersten Mal war es wohl noch ein bisschen besser gewesen, wo dieses Podstock 2014 das erste Mal stattgefunden hat. Waren ja noch mal weniger Leute und ich weiß nicht. Das allererste Podstock, das war so, wir machen es trotzdem. Also das war, das ging, es war ja eine Riesenplanung ursprünglich, so man wusste gar nicht, wie viele hundert Menschen werden da anreisen und nur Podcasterinnen und Podcaster oder auch Hörerinnen und Hörer, dann hat man die Hörerinnen und Hörer erstmal ausgenommen, sondern sonst reicht der Platz nicht und so weiter und wir haben eine riesen Zeltwiese und man sollte seine Zelte möglichst eng aneinander stellen, damit da auch, und dann stand da genau ein Zelt von dem Herrn, der da gerade schon breit lacht. Und das war also dann doch irgendwie ganz anders und das deutete sich dann auch im Vorfeld an, also dass so, doch nicht so viel Zulauf ist und dann war das aber so, wir machen es aber trotzdem. Und dann haben wir irgendwie 30 oder eher 25, glaube ich. Ja, so 20 bis 25. Das war wirklich so ganz lauschiges Wochenendtreffen. 20? Ja. Und so war das damals. Ich wollte nur so ein bisschen die Geschichte so ein bisschen ausschmücken. So, du hattest angefangen, es hatte da angefangen und dann ging es weiter. Ja, und dann hatten wir halt von Jahr zu Jahr, wir haben ja dann 2015 gemerkt, ist ein bisschen schwierig, gerade so mit Bühne und Lautstärke und Nachbarn. Man sollte vielleicht drüber nachdenken, etwas abgelegener diese Veranstaltung zu machen. Ich hatte ja eine Eingangsveranstaltung bei den Kriterien, das war auch noch so ein Punkt, es muss halt abgelegen, aber doch irgendwie zentral sein. Und das sind so zwei Ausschlusskriterien, die nicht leicht zu erfüllen sind. Ja. Ja, und dann sind wir in Sorschied gelandet. Das war zwar abgelegen, aber halt auch abgelegen. Ziemlich, genau. Ja, der Leitspruch war damals Certified Offline, ne? War nur temporär. Von allem weg ist. Ja, solange bis er seine Antenne aufgebaut hat. So. Mr. Rocketman Machine. Wir zünden die nachher. Oh, ja. Ach so, das? Das ist die Startrampe. So. Wir sind noch nicht fertig. Ach, deswegen hat Lars nochmal das Modell mitgebracht. Okay. Also, jede Location hat Vor- und Nachteile. Was sind die Nachteile von dieser Location? Ja, das war in erster Linie, wo wir uns das ja angeguckt hatten im Februar, das war Barrierefreiheit. Also da hatte ich wirklich, das war so das Größte, wo ich sage, Barrierefreiheit ist ein Thema. Mhm. Und ist schön gelöst worden. Hat sich Sebastian gut einfallen lassen. Also, ja, das waren ja das zum Teil die größtenteils Ideen, die auch im Orga-Team und in dem Meeting dann auch so rumgegangen sind, dass das halt hier schon, dass man das nutzen könnte. Kai hat auch gesagt, wir hatten dann auch überlegt, machen wir es links, machen wir es rechts. Jetzt haben wir es so ein bisschen mittig, die zentrale Bühne zur Rampe gesetzt. Eigentlich war es noch ein bisschen weiter links geplant, aber das wäre dann mit den ganzen Bauteilen. Also klar, wir mussten hier vor Ort noch ein bisschen improvisieren, aber das war mit den Teilen, wie wir es uns so grob vorgestellt haben, eigentlich schon ganz gut möglich, ja. Ja, ist schön geworden. Und der Vorteil von der Location? Ja, ist abgelegen. Und nicht ganz abgelegen. Das war ja in Sorschied das Problem so mit, wir hatten zwar einen Flughafen in der Nähe, aber mit Zug war es schwieriger, dorthin zu kommen, habe ich mir sagen lassen. Aber es war, glaube ich, einfacher von Frankfurt nach Paris und dann von Paris dahin. Genau, ne, war ein bisschen kompliziert. Ja. Und hier, keine Ahnung, mit dem Metronom, ich bin ja im Februar mit dem Zug gefahren, ich glaube mit halbe, dreiviertel Stunde ist man in Göttingen und Göttingen ist ja so ein Drehkreuz für komplett die ganze Republik. Ja. So, und das, denke ich, ist ganz annehmbar. Genau. Fühlt man als Autofahrer jetzt nicht so, wenn man hier diese endlose Schlängelei, dann ist man ja, also ich bin eigentlich nicht ganz, nicht leicht reisekrank, aber selbst als Fahrer ist es dann irgendwann mal gut mit diesem ewigen Rinnen, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Aber naja, da
Dann. Ich sag's jetzt nicht. Ich soll gehen. Also hast du gehört? Nein. Das ist einfach ein Profi da hinten. Der sagt uns immer die Zeit an und ich bin nicht Profi genug, das zu ignorieren. Aber ich werde es schon noch lernen, dich zu ignorieren, Jan. Aber nicht, dass er das jetzt im Minutentakt macht. Keine Ahnung, wie das kommt. Das ist, in Sekunden. Es liegt in seiner Hand, uns zu Dingen. Ja. Okay, kommst du nächstes Jahr wieder? Ich denke schon. Ja gut, es gibt ja immer das noch... Ist das Höchste, was die Begeisterung, was man wieder dir rausgeht? Nein, kann? Also von der Begeisterung her, sofort würde ich sagen, ich bleib gleich hier. Aber Ach es so. Gibt ja auch noch dieses andere Leben da draußen, wo man dann so mit Brötchen verdienen und so auch mal noch andere Verpflichtungen hat. Aber ich werde alles dran setzen, dass ich nächstes Jahr hier wieder dabei sein kann. Aber Brötchen ist ein schönes Stichwort. Ich lasse in diesem Hintergrund Orga-Plan jeden Morgen Ralf Meier Brötchen holen. Ja. Brötchen verdienen. Das hat Ralf aber auch schon letztes Jahr gemacht, muss man dazu sagen. Ich habe mir gedacht, ich setze das einfach fort. Und jetzt machen wir hier einfach mit Bernd im ganzen Gegenmodell. Würde ich begrüßen für nächstes Jahr, dass Bernd dann auch die 4 Tage oder 5 Tage an diesem durchhält, weil dann kann ich ein Stück länger schlafen. Aber für dieses Mal herzlichen Dank, dass du deinen Schlaf früh unterbrochen hast und dass du für die Brötchen hier gesorgt hast. Dankeschön, Ralf. So, wen haben wir denn jetzt noch? Wir hatten den TJ, wir haben den vom Podcast-Tisch. Und dann hätten wir noch die Dela, auch vom Podcast-Tisch. Und die hat ja auch noch was anderes gemacht. Dela, bist du da? Bitte? Oh, Dela ist schon abgereist. Schon abgereist, okay, dann können wir sie gar nicht mehr fragen. Ja, dann habe ich jetzt hier auf meiner Liste noch den Lars. Wir waren ja gestern draußen auf der Pläne und haben uns erneut mal den Sternenhimmel angeguckt. Magst du ganz kurz erzählen, wie dein Eindruck als Durchführender gewesen ist? Ja, er nickt und kommt, sehr schön. Ein Blick an den Himmel. Wir hatten festgestellt schon im Februar, dass dadurch, dass man hier relativ weit vom Schuss ist, auch wenig sogenannte Lichtverschmutzung existiert, also störende Lichtquellen, die den Blick an den Himmel auch immer ein bisschen trüben. Und du warst ja im Februar schon sehr begeistert von der Lage hier. Aber erzähl selbst. Hallo Lars. Ja, moin allerseits. In Sorschied hatten wir so ein bisschen so eine Tallage, was ja auch fürs Internet so eine Bedeutung hatte mit der Richtfunkstrecke da vom Hügel runter ins Tal. Das heißt, wir haben dann beim ersten Podstock in Sorschied ein Teleskop aufgebaut auf der gesperrten Straße, was so mit der coolste Platz war. Und letztes Jahr ist das ja einfach komplett ins Wasser gefallen vor lauter Regen. Das gute Wetter kam zum Abbautag. Ja. Aber zum Glück, also es wäre ja noch schlimmer gewesen dann. Und hier sind wir eher so oben auf einem Hügel drauf und haben von da hinten, wo wir uns dann hingestellt haben, einen wunderbaren Blick zum Horizont runter auch. Und hier ist es so dunkel, dass wir einen phänomenalen Sternenhimmel hatten, wie ich ihn selber Jahre nicht gesehen habe. Mhm. Und das mehrere Tage in Folge. Also mit nicht adaptierten Augen hier die Milchstraße zu sehen, einfach wenn man hier zwischen den Lampen auf dem Platz steht und man guckt hoch und sieht die Milchstraße sofort, das hatte ich lange nicht. Mhm. So, du hast so im Vorfeld gesagt, wir gehen wieder, wie im letzten Jahr auch. Nein, im letzten Jahr nicht, da ist es ja aus den Wettergründen, weil wir ja doch die starke Bewölkung und den vielen Regen hatten, da hast du eine Innenraum Präsentation gemacht. Genau, die Einschlafsession war. Na klar, immer Salz in die Wunde, ist schon klar. Es war schon spät. Alles ist gut. Ja, ich bin eingeschlafen, während du geredet hast. Das hätte ich natürlich nicht tun dürfen. Ich auch. Ist auch eingeschlafen, während du geredet hast. Das war mich nicht so gemerkt. Da hast du uns also mehr oder weniger theoretisch erklärt, wie so ein Teleskop funktioniert. Das hast du dann dieses Mal, also gestern oder heute Nacht besser gesagt, also in der Nacht von gestern auf heute, oder eines hast du mitgebracht, nicht genau das, ein anderes glaube ich, aber egal, du hast irgendwas mitgebracht, wo man eben Sterne mit angucken kann. Hast es da oben aufgebaut? Wir sind ein Stück weit den Weg hinauf zum, wo dieser Acker da anfängt. Die Stelle hattest du dir im Februar ausgeguckt, als geeignet und günstig. Ja, ist so mit der höchste Punkt hier. Und dann hast du uns erstens erzählt, was am Himmel so allgemein zu sehen ist und dann aber auch im Speziellen einzelne Objekte durch das Objektiv sehen lassen. Und es war eine relativ große Gruppe, die da dir gefolgt ist. Ne? Ja, wobei ein guter Teil sich relativ kurzfristig auch wieder verabschiedet hat. Das lag wahrscheinlich daran, dass wir jetzt am Anfang von der Session für die Verhältnisse hier dann doch eher schlechten Himmel hatten. Also sehr viel Dunst, so
ehemalige Kondensstreifen, die sich so auseinandergefasert hatten und so weiter. Ja, und dann zog sich das bei der Größe der Gruppe auch ein bisschen hin, bis alle mal den Saturn gesehen hatten. Und ich kann mir denken, das war dann also nicht besonders spannend. Also ich weiß noch nicht, wie das nächstes Jahr ist, ob man von vornherein sagt, okay, die Gruppe ist x Personen groß, aber größer bitte nicht, damit alle, die dabei sind, dann wirklich was davon haben. Andererseits will ich auch keinen aussperren. Also ich muss mir da mal Gedanken machen. Mhm. Aber insgesamt, glaube ich, war das wieder... ich hoffe das einfach. Ne, also, ich meine, du hast ja, also die, du hast ja, du kannst ja den Himmel lesen sozusagen. Also ich, wenn ich dann, wenn ich so drauf gucke, dann sehe ich auch voll da oben, Wimmelbild. Ne? Und wenn du mir dann aber mit deinem Lichtschwert, Taschenlampe, wenn du dann sagst, ja, schau mal dahin und dahin und dahin und das, die drei zusammen oder die vier zusammen ergeben irgendwas. Was weiß ich, gestern ist mir wieder aufgefallen, Sternbild Schwan, schon x-mal gehört, aber was ist das genau und wie kann man eigentlich aus diesem Gewirr von weißen Punkten einen Schwan erkennen? Und dann hast du gesagt, ja guck mal, das ist der Flügel und von das die Spannweite und da der Hals und er fliegt in die Richtung und auf einmal macht er so in meinem inneren Auge, wurde dann der Schwan tatsächlich erkennbar. Ich habe dann später, 5 Minuten später nochmal hochgeguckt, da war er wieder weg, weil deine Anleitung war nicht mehr da. Und insofern bist du ja auch abhängig davon, was sich da eigentlich zeigt. Es hätte ja auch gestern sein können, du hast vielleicht die Möglichkeit, nur eins oder zwei Objekte zu zeigen. Am Anfang war es bewölkt, später wurde es ein bisschen besser. Bist du mit der Ausbeute der zeigbaren Objekte zufrieden? Ja, also später wurde es ja phänomenal. Also vom Himmel her, dieses Gewölke verschwand ja irgendwann mehr oder weniger komplett. Das war nur am Horizont noch ein bisschen was. Und dann hatten wir auch wieder die Milchstraße so phänomenal wie die Tage vorher, was mich sehr gefreut hat, weil das war einfach schön, das dann hier auch zeigen zu können, was man die Tage, ich hatte die Tage alle Leute voll geschwärmt, das ist so cool hier und ich will die Kulturherberge kaufen und hier ein Observatorium hinstellen und so weiter. Ja, dann gehen wir da hoch und große Erwartungen und wir hatten auch mal Saturn angeguckt durch so ein Flohmarktfundteleskop, so ein ganz einfaches, was ich mit hatte und hatte gesagt, ja, am Samstag, da kommt das dann durch das richtige Teleskop und dann war das so Mist. Und das wurde dann später so viel cooler noch, zwar dann mit einer deutlich kleineren Gruppe, also aber das war eigentlich sehr schön, weil man mehr auf die Leute auch eingehen konnte. Vorher standen halt sich so viele Leute auch die Beine in den Bauch und es gab die große Schlange, da mal durchzugucken bei eher mäßigen Bedingungen und ja, das wurde dann einfach noch schön. Ich hoffe, es haben die anderen auch so gesehen. Also es wird applaudiert, sehr gut. War ja auch, als wir den Weg runter gemacht haben, habe ich auch das eine oder andere gehört. Also schon. Was ich aber auch gehört habe, dass es doch auf die Dauer dann da oben ziemlich frisch geworden ist. Und das habe ich vorletztes Jahr auch beobachtet. So warm der Tag auch ist und wenn man da oben mal für 5 Minuten steht oder an einer geeigneten Stelle 5 Minuten steht, ist es das eine. Aber wenn man dann so eine Stunde oder zwei, man wartet ja manchmal auch, bis was sich entwickelt hat, ne? Dann wird man doch ein bisschen kühl. Also ich will nicht sagen, dass ich traurig war, dass ich eine Jacke dabei hatte, sozusagen. Und es kam gestern die Idee auf, ja, man hätte vielleicht eine warme Suppe zwischendurch servieren sollen. Ja, ich dachte da an Snert, an so eine niederländische Erbsensuppe. Ja. Und da müssen wir mal gucken. Das ist eigentlich... Glühwein. Ja, aber genau, Sven, ich wollte dich nämlich ansprechen. Könntest du dich vielleicht mit dem Lars für das nächste Mal irgendwie zusammentun? Dann könntet ihr nämlich Sternenköche werden. Wie wär's? Oh, ho, ho, ho. Ja gut, schlechte ja. Witze. Für 15 Cent. Sternbildrührgerät. Gucken wir uns dann an. Oh, ich glaube, es ist ein Meme geboren worden. Schauen wir mal, was Twitter in der nächsten halben Stunde so liefert. Ja. Sternbildrührgerät, nicht schlecht. Sehr gut. Meine Fantasie geht gerade los. Super. Lars, ein Wort zur Location, weil wir gerade auch so ein bisschen sprachen hier. Neuer Ort, neue Unterkunft. Also, ja, aus deinen Worten habe ich verstanden, sie ist so gut, dass du viel Geld dafür ausgeben würdest, hier auf Dauer zu wohnen. Also ich gehe mal davon aus, das heißt, gut. Ja, also ich finde es besser als in Sorschied. Jetzt nicht nur wegen der Sterne, sondern generell das in Sorschied, das fand ich schon einen recht dunklen Schuppen. So. Es war zwar cool so, das Festival war cool, das Podstock ist cool. Das ist aber eben genau das, was die Leute mitbringen.
Das Podstock lebt ja nicht von der Location alleine, sondern von den Leuten, die herkommen. So, und hier war die Grundvoraussetzung, die Hürde, die man gehen musste, jetzt von der Barrierefreiheit, die Hürde war sehr groß und was daraus geworden ist, extremen Respekt. Aber ansonsten so fand ich die Räumlichkeiten von Anfang an ein bisschen cooler, ein bisschen uriger und nicht einfach nur alt. So, wir hatten das im Februar Happy Essen Charme genannt. Ja, nein, nicht wir, ja. Sondern der Martin vom Metacast. Ja, der hatte, glaube ich, den Hippiesken Charme. Wobei, nicht falsch verstehen, ich fand die Podstocks in Sorschi total cool. Waren ja auch meine ersten und hat auch da gut funktioniert. Ich meine, letztes Mal war beim Abbautag ein bisschen Gerödel, aber auch ein bisschen mehr. Aber die Leute ist toll, das Podstock ist hier auch super angekommen, finde ich, und von mir aus gerne wieder hier. Okay, gut. Das ist ein Wort. Dankeschön, Lars, ja, für den Blick an den Himmel. Wird zum Dauerbrenner sozusagen. Und als letztes möchte ich gerne die Conny bitten. Sie hat gerade genickt, als ich ihr mit Gesten gezeigt habe, dass ich sie gerne auf der Bühne hören und würde. Und zwar, weil sie hier gekommen ist, um zu gucken, was hier eigentlich so die komischen Leute so machen, von denen ihr erzählt worden ist. Und das hast du uns in der Einführungsrunde gesagt. Und ich bin natürlich neugierig, wie dein Fazit ausfällt. Könntest du dich bitte bekleiden sozusagen? Hallo, ja, hallo. Conny. Von hier aus sieht das ganz anders aus. Ja. Nochmal ganz kurz, dein Bezug zur Podcast-Welt ist welcher? Wer länger schon bei Podcast dabei ist, kennt eben BlackMac42 und das ist mein Bruder Detlef, der uns leider vor einem halben Jahr verlassen hat. Und ich habe immer per Stream oder das teilweise verfolgt und jetzt, wo er nicht mehr da ist, wollte ich halt wissen, wie sieht's hier aus und was hat ihn hier so gut getan. Er kam oft danach mit Sven zu uns oben, ich wohne zwischen Hamburg und Lübeck, kam er eben hoch und musste sich ein bisschen von Podstock erholen, aber ansonsten immer voll. Er sagte, er musste sein Denkarium ordnen. Das war so ein Spruch, den ich ein paar Mal von ihm gehört habe. Das der Podstock ist bei mir leider nicht angekommen, aber okay. Ja, wie habe ich sie empfunden? Das ist natürlich für mich irgendwie doch alles neu. Ja, aber was hat denn das, auch die Erzählung, was hat das erstmal bei dir so für ein Bild erzeugt? Also wenn du davon gehört hast, da war jetzt irgendwie ein Treffen von Podcasterinnen und Podcastern, welche Fantasie hattest du da? Welche Vorstellung hat sich da entwickelt? Oder war das neutral bei dir? Naja, ein bisschen gedacht, ach, das sind alles junge Leute, da passe ich eh nicht hin, so weiß ich mal so ein bisschen. Und ja, so Zelten, aber ich wollte meinen eigenen Bereich haben, das war irgendwie für mich schon wichtig und habe ich eben seit 20 Jahren nicht mehr gemacht. Du bist im Zelt untergebracht hier? Ja. Okay. Gab das für dich hin? Es war ein bisschen hart, aber die Schnarche habe ich gar nicht so wahrgenommen, um das mal zu sagen. ja. So, wir richten noch ein bisschen an deinem Mikrofon rum, okay. Aber das ist völlig normal. Also ja, das ist gut. Jetzt nichts Besonderes. Gut, jetzt kommt natürlich die Frage, Erwartung und Realität und so weiter. Wie hast du es empfunden? Wie sind die jungen Leute, die gar nicht mehr so jung sind teilweise? Ja, ist gemischt, ja. Wie sind sie dir begegnet? Was hast du erlebt? Welche Begegnungen hast du gehabt? Sag mal so, ich hatte sehr viele Küchengespräche, ne? Aha. Ja, ich meine, man musste sich ja für zwei Schichten einteilen und sagen, was kannst du machen? Ja, bist du irgendwie fremd? Na gut, mit dem Abwasch kennst du dich wahrscheinlich aus, ne? Ja, und dann habe ich die diversen Gesichter halt da kennengelernt und wer bist du, was machst du für einen Podcast? Ja, habe ich mal reingehört, ne? Also. Und vom sonstigen Programm, also hier Außenbühne, Innenbühne, Werkstatt und auch die Outdoor-Geschichten. Ja, ich habe von Becky was mitgenommen, weil ich ja so ein bisschen auch, wie nennt man das, komme ich jetzt aufs Wort nicht. Also ich mache die Webseite von unserem Proton-Podcast, ja. Und eben der Detlef twittert ja nun nicht mehr und irgendwie müssen wir das auffangen. Bisher leben wir noch einfach von der Substanz, weil er ja so viele Kontakte hat, irgendwie was mit 2000 Vollerner. Also wenn du sagst, wir, meinst du das Proton-Team sozusagen, das Proton-Team, ja. Also die anderen sind als Sprache da und ich bin im Hintergrund halt. Nicht? Und Sven, Uli und Arvid. Richtig. Und du bist im Prinzip die ordnende Hand im Hintergrund und ja. Hältst die Herren da erstmal also aufrecht. Boah, weiß ich nicht, das mache ich schon ganz gut alleine.
Okay, also ja. In der Web, also in diesem Web ja, so ein bisschen den Auftritt da so ein bisschen zu pflegen und mal zu sagen, können wir noch das oder das reinbringen. Und da hat mich Becky auf einige Ideen so gebracht. Und wir müssen ja auch noch den Twitter-Account irgendwie umziehen, weil wir kommen an diesem Proton nicht mehr dran. Okay. Ja. Oder beziehungsweise wir fürchten, dass wir den nicht mehr weiter beliefern können. Solange der Rechner noch läuft, kann man noch was eintippen, aber ach so, wenn der mal irgendwie Zugangsberechtigung und so weiter fehlen euch. Ah, okay. Okay. Ja. Da müsst ihr hier so ein System-Admin wie den Sebastian. Ja, wir hatten schon darüber gesprochen, aber es ist natürlich, wenn man sich jetzt an Twitter wendet und wirklich die E-Mail-Adresse auch nicht mehr erreicht, dann im Zweifel macht Twitter den halt zu, ne? Das ist halt. Ja, Problem. Aber so ein Eternal-Account wirst du doch wohl hinkriegen, dass der Rechner nie abstürzt und nie ausgeht, das meine ich. Man kann ja auch einfach schon mal hier in die Community posten, demnächst gibt es ein neues Proton, da ist der Bindestrich statt da unten eben in der Mitte und schon laufen alle rüber und dann haben wir das. Ne? Okay. Okay. Ja. Genau, also das ist eine gute Ankündigung, dann wissen alle Bescheid schon mal vielleicht. Aber Conny, jetzt nochmal diese Vorstellung, also Podstock, das sind diese verrückten jungen Leute mit ihren digitalen, spinnerten Ideen und die gucken die ganze Zeit immer nur in ihre Smartphones rein und die reden gar nicht miteinander, sondern die haben nur noch diese technische Perspektive. Ich weiß, dass es diese Zuschreibung gibt, die habe ich selber schon gehört. Ich weiß aber auch, dass es eben anders ist. Wir können tatsächlich an einem Tisch sitzen, alle daddeln in ihre Smartphones und trotzdem gibt es eine Kommunikation. Also das eine schließt das andere nicht aus. Ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Ich habe es gestern auch in Gesprächen mit anderen bestätigt bekommen, dass sie es auch so sehen. Ist Podstock etwas nur für junge Leute oder könntest du jetzt sagen, ich könnte das meinen Freundinnen im Prinzip auch empfehlen, hier hinzufahren? Also würdest du sagen, es gibt irgendwie Prinzip könnte ich es, aber ich schaffe ja noch nicht mal den Freundinnen beizubringen, Podcasts zu hören. Jedenfalls habe ich den Trick noch nicht raus. Okay. Hast du dich mit Renate unterhalten? Ja. Ja? Also ihr habt ja ungedacht. Das ist zumindest aber etwas, was euch gemeinsam verbindet, oder? die Idee, die das Podcast hören sozusagen weiterzutreiben. Gut. Bist du klüger geworden? Also die Frage, die sich am Anfang gestellt hat, ich will mal gucken, was diese komischen Leute waren oder dieses Ereignis, wo mein Bruder... Es ging ja weniger darum, euch einzuschätzen, sondern einfach nur dieses Feeling aufzunehmen, wo er sich wohlgefühlt hat. Und kannst du es beschreiben in Worte kleiden? Ja, ich denke einfach immer irgendwo eine Ecke zu finden, wo man sich zu Hause fühlt fast. Ne? Ja, so, wo man irgendwie angenommen ist, wie man ist. Und... ja. Fällt mir jetzt im Moment nicht mehr zu. Das ist ganz normal. Also wir haben ja auch immer Schwierigkeiten, wenn wir Podstock beschreiben wollen, das in Worte zu kleiden, das ist wirklich nicht einfach. Deswegen frage ich auch immer jeden, damit ich vielleicht irgendwie mal... In der Hoffnung, dass noch ein besseres Wort rauskommt. Dann sage ich einfach, ich schließe mich den Worten von Conny vollständig an. Ja. Ne? Bewährtes Prinzip. Ja, so. Genau. Okay, du bereust es also nicht, hier gewesen zu sein. Nein. Du bist nochmal so mitzunehmen. Mhm. Okay. Hast du denn ein Highlight gehabt? Aus der Küche? Naja, Bernd war natürlich auch imposant. Oh ja, doch, die Verköstigung, das war schon enorm. Also wenn man nur für Familienmitglieder so bis 5 gekocht hat und sie dann auf einmal diese Mengen, dann ist man schon begeistert, was man da auf die Beine stellen kann. Ja, Das ist okay. Und wie ihr immer mehr Liebe hier reinsteckt, also ich denke, auch Detlef würde euch sagen, macht nur weiter so. Ja, prima. Vielen Dank. Nehmen wir das als Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Conny, und vielen Dank für deine Neugier und deine Unerschrockenheit, einfach mal zu gucken, was ist denn da eigentlich los. Nimm das eigenes Bild mit nach Hause. Wunderbar. Vielen Dank, Conny. Ja, danke dir. Lieber Sebastian, wollen wir es dann langsam zum Ende bringen? Ja, leider müssen wir. Oder haben wir noch jemanden, der uns noch, es sind noch viele Leute, die uns spannende Sachen erzählen können, also, aber vieles davon kann man ja auch nachhören, sehen. Das wird wieder wie letztes Jahr, in den nächsten Tagen werden dann die Videos im YouTube-Account freigeschaltet, die Podcasts müssen wir nochmal kurz rausschneiden zum Beispiel und dann kann man das alles nachhören und nachschauen. Dann kommen wir jetzt langsam zum bitteren Teil, ne? Ja. Leider. Dazu holen wir uns aber, damit wir das nicht ganz alleine hier hinheulen, holen wir uns doch die Verstärkung auf die Bühne. Die Opening-Session hat die Becky mit uns organisiert und sie wird uns auch beistehen, wenn das Ganze jetzt zu einem Ende für dieses Jahr kommt. Das ein Ende für 2018 heißt ja eigentlich die Planung für 2019 beginnen, aber wollen wir erst einmal
Vielleicht nochmal ein formales Dankeschön an alle Beteiligten. Das könnt ihr viel besser, weil ihr diese Orga-Baum und den Kommunikationsstrang viel, viel besser noch im Auge gehabt habt als ich. Aber bevor wir das machen, einmal noch ein Fazit von Becky. Das würde mich doch interessieren. Dein persönliches Bild von Podstock 2018. Ist ja noch gar nicht vorbei. Also, aber nur weil wir jetzt Minuten. Hier die Closing Ceremony machen, ist ja Podstock noch nicht vorbei. Okay. Wir werden ja in 3 Wochen noch Videos angucken und auf Twitter lustige Fotos teilen und und uns über all das unterhalten, was wir hier erlebt haben. Und deshalb ist es ja nicht vorbei, nur weil wir das Ganze hier jetzt Closing Ceremony nennen. Es ist nie vorbei. Richtig. Ja. Ah. Und das ist ja das Tolle. Ja. Was sollst du mitnehmen? Ja. Für das ganze Jahr. Ja. Zum Zehren. Wie nehmen wir es mit? Im Herzen oder im Kopf? Im oder? Herzen, im Podcatcher. Im Podcatcher, genau. Auf YouTube. Auf YouTube. Vor allem im Bauch dieses Jahr, ne? Durch das Essen. Du meinst, Podstock wird für immer bei uns bleiben. Meinst du, jeder hat ein Stück Bernd dabei. Der Bernd hört nicht auf zu gehen. Und ich weiß nicht. Immer. Ja, ich habe vorhin auch schon gedacht, also so, wenn nächstes Jahr alle Brötchen aus Bernd gebacken werden sollen, ich meine, wenn wir jetzt noch ein kleines Stück übrig hätten und das bis nächstes Jahr wachsen lassen, dann... Früher hieß das Hermann und es war ein Sauerteig. Warum soll man das nicht Hefeteig und Bernd nennen? Genau. Super, schöne Idee. Oder einfrieren? Kann man einen Hefeteig einfrieren? Ja, aber nicht so. Ja, okay, ich sehe einen hohen Daumen, dann machen wir das doch. Wir frieren Bernd ein und versuchen ihm, da wird auch mit dem Kopf geschüttelt. Bernd ist aufgegessen. Oh. Bernd ist aufgegessen, kommt aus dem Team Küche. Dann müssen wir das mühsam aus noch Rest-DNA wieder rekonstruieren, aber dazu jetzt keine Details. Bernds Schwester wird uns nächstes Jahr sicher dann gute Dienste erweisen. Bernds Schwester? Na, vielleicht heißt sie dann die? Bianca. Oh, Bianca. Bernadette. Oh, Bernadette ist auch schön. Bernadette, so. Habe ich jetzt eigentlich ein Fazit von? Nein, du hast ja gesagt, es ist noch nicht zu Ende. Oh, gut, dann machen wir ein Zwischenfazit. Was ist denn dein Zwischenfazit bisher? Was hast du für ein Highlight von diesem Jahr mitgenommen? Für ein Highlight? Oder bist du bisher Highlight? Ja. Ja, Highlight ist halt immer so eine Sache, wenn alles gut ist, ne? Also. Highlight, du fragst Sachen. Highlight ist eigentlich immer wieder, dass jeder hier und jede das zu tun findet, wo dein Eis scheint nicht mehr so zu schmecken. Es ist eine süße Plörre. Es ist schön kühl, deshalb trinke ich es, aber es ist schon. Also, dass jeder und jede hier den Platz findet, ist zumindest mein Gefühl. Also, ich finde meinen Platz hier und ich habe das Gefühl, dass das für fast jeden und jede, die hier sind, auch so gilt. Und das ist eigentlich doch, wie ich schon in meinem Slam-Text am Freitag sagte, die kleine Utopie, die hier irgendwie funktioniert, wie sie vielleicht nicht da funktioniert, wo wir sie großgesellschaftlich gerne hätten. Für alle, die den Slam-Text nicht mitbekommen haben, wie beschreibst du die Utopie? Was ist da? Nee, ich habe da nur gesagt, dass du das hier immer kleine Utopie nennst. Ach so, okay, und das mit einer anderen Utopie verglichen. Dafür kann man sich ja den Slam dann nochmal angucken. Genau. Okay. Also du hast gar kein Highlight. Nö, also warum muss man denn immer eine Sache rausheben, wenn alles gut ist? Das ist doch. Ja, nee, man muss gar nichts. Also. Nein, mit dem müssen, das nein, habe ich gesagt, du musst das tun? Nein, hoffentlich nicht. Nö, du hast nur 3-mal nachgefragt. Meinst du, das kommt am Ende aufs selbe hinaus, ja. Naja, möglicherweise. Vielleicht habe ich mich jetzt ganz gut rausgewunden. Okay, du warst in die Kommunikation stark involviert, du hast den Twitter-Kanal, also ihr beide habt den Twitter-Kanal bespielt, aber du hast... Ja, vor Ort, vor allem macht das nur Becky, weil vor Ort schaffe ich das nicht. Welche Rückmeldungen hat es da so gegeben? Na, ich habe versucht, viel zu teilen von dem, was ihr auch alle so getwittert habt, brav mit dem Hashtag podstock.de. Das war Gibt's super. Gibt es einen Bot eigentlich inzwischen, der auf podstock 18 mit diesem Spruch reagiert? Du hattest da irgendeinen Vorschlag gemacht. Den gibt es noch nicht, aber vielleicht kann ich mich ja mal in sowas einfuchsen für nächstes Jahr. Ja. Ein dass Ziel. Auf jedes Podstock 19 geantwortet wird.
Nein, der Hashtag ist potstock.de. weil einheitliche Hashtags sind wichtig, das haben die Leute in meinem Workshop aber auch das, gestern gelernt. Kannst du das dann sprachenbasiert machen, weil ansonsten trollst du natürlich die andere Veranstaltung. Ah, die wirklich potstock 19 benutzen. Ja, dann schalten wir den erst kurz vorm potstock frei, okay, ja, würde ich sagen, dann funktioniert es. Ja, man muss also sagen, es gibt eine Veranstaltung in den Vereinigten Staaten, ja, die sich auch potstock nennt und die das... Immer so 2 Monate vorher ungefähr. Genau. Wir hatten aber schon mal, glaube ich, gleichzeitig oder so. Genau, und dann musste man sehr aufpassen, da ging es also ordentlich durcheinander. Genau, da hatten wir diese Hashtag-Trennung mit DE noch nicht so. Deswegen ist das DE, also so sperrig das auch ist, insofern ist das wichtig, weil das eben dann das deutsche Potstock sozusagen, ja, bedeutet. Ja, und ansonsten, also wie gesagt, du hast das ja auch schon erwähnt, es gab viele lustige Videos, Fotos von Kochaktionen, die auf dem Twitter-Account eingingen. Ja, und ansonsten, also tatsächlich ist es ja während des Potstocks so, dass man gar nicht dazu kommt, 50 Mal am Tag was zu twittern, weil hier ist ja so viel los. Es ist mir aufgefallen, dass die Anzahl der Tweets eigentlich abnimmt. Hm. Also am Anfang gibt, also vorher ist so eine Steigerungskurve. Naja, klar, Vorfreude und so. Und irgendwas muss man sich beschäftigen. Ich bin angekommen und, ne, und dann und auf einmal so nimmt die Offline-Kommunikation zu und dann nimmt die Online-Kommunikation ein Stück weit ab. Zum großen Bedauern aller, die von Remote zugucken müssen, die dann natürlich auch gerne mal einen Einblick in... Aber die haben ja zum Glück diese großartige Aktion mit dem Stream hier, dass man einfach alles sehen kann, was hier stattfindet und von daher ist es schon ganz schön cool. Also da gab es auch tatsächlich von einigen, die zu Hause geblieben sind, die uns auch immer gleich Bescheid gesagt haben, wenn mal was nicht funktioniert hat, sodass wir den Stream wieder in Gang setzen konnten und so. Also da scheinbar waren da immer Leute, die uns auch hier verfolgt haben. Nächstes Jahr lassen wir dann Bernadette im Stream wachsen. Man kann zuschauen. Ja, Sebastian, du glaubst gar nicht, wie viele Ideen es schon gab, was du mit den Duschsensoren noch so nächstes Jahr machen kannst. Also ich genau, las Wassertemperatur, Rührei-Standsanzeige, wie viel Rührei noch in der Schale ist. Rührei-Standsanzeige. Mit Kaffee könnte man das auch noch machen. Also es gibt da noch viele, viele Optionen, was man... Geschirr. Sofort wird hier diskutiert. Ich habe zwar nicht verstanden, was, aber es wurde sofort Sachen reingerufen. Ja, ja, hier. Geschirr, dass jetzt jemand kommen könnte, den Geschirrspüler ausräumen oder sowas. Also so viel, wie wir jetzt schon automatisiert haben, da kommt es ja auf diese 27 Sensoren auch nicht mehr an. Ja, schauen wir dann gibt es nämlich auch wasser.potstock.de und Bernadette.potstock. Wir sollten die Übersichtsseite dann entwickeln. Ja. Das wird's ein bisschen. Es gibt ja diesen Pechtropfen, der da ständig gefilmt wird. Also Pech ist so zähflüssig, dass es irgendwann nur in vielen hundert Jahren irgendwann mal so einen Tropfen abgibt. Und da, sowas in der Art stelle ich mir gerade vor für Bernadette vor. Genau. Dass man den Wachs. Stellen wir dann nachts immer auf die Bühne und dann. Das ist, das kann natürlich sein, dass dann Ungeziefer angelockt wird. Ich habe gerade schon wieder ein Würfel in die. Aber das hört ihr auch, ne? Ja, ja, okay. Wir hören die Stimme auch. Wir haben aber keine Hornissen, wir haben hier eine Libelle, die uns gerade. Ja, oh, sie ist im Stream. Kann man die sehen? Die begleitet uns. Ich weiß nicht, ob es nur eine ist. Nee, mindestens zwei. Die sind auch öfter im Duo unterwegs. Und die sind. Die haben noch keinen Twitter-Account. Allerdings gibt es einen Podnana-Account dieses Jahr. Nachdem wir letztes Jahr die Podnisse hatten, haben wir dieses Jahr die Podnana, die scheinbar auch schon einen Podcast. Also zumindest sah man sich schon mit Kopfhörern. Eventuell einen Podcast aufnehmen. Also seien wir gespannt, was da in der nächsten Zeit passiert. Gestern fragte tatsächlich jemand, wer denn diese Libelle wohl programmiert habe. Die würde irgendwie völlig erratische Kreise ziehen. Also das wäre kein nachvollziehbares... Das ist die Steadicam von Bock. Super. Gut, ihr beide könnt das mit dem Team und dem Überblick über das Team noch besser. Wem sind wir Dank schuldig dafür, dass das hier so stattgefunden hat? Außerdem. Hallo. Libellen. Also, ich habe. Sind früher, schon faszinierende Tiere, oder? Ja, ich habe früher richtig Angst vor Libellen gehabt, aber die sind jetzt hier so groß und so fast zutraulich und gucken auch immer nur und verschwinden dann wieder, dass mich das irgendwie überhaupt nicht mehr juckt. Ja, was sollen sie auch sonst machen? Stechen, beißen, ansteckende Krankheiten übertragen, weiß nicht, uns mit dem Podcast-Virus impfen.
Ja, das wäre jetzt nicht da das Schlimmste. Glaub, ja, ich, da sind außerdem wollte ich gerade sagen, das machen wir doch ja, alle gegenseitig beieinander auch die ganze Zeit. Okay, aber vielleicht, ja, aber vielleicht ist das jetzt eine Möglichkeit, Podcast als Option oder als Möglichkeit noch mehr zu verbreiten, dass man den Podcast-Virus durch Insekten verbreiten lässt beispielsweise. Eine kühne Theorie. Müsste mal die anwesenden Biologen fragen. Ich bin gespannt auf den ersten Seite 1 Artikel, den es darüber geben wird. So, nochmal, jetzt habe ich zum dritten Mal den Anlauf genommen. Ich möchte gerne, dass wir danken, dass wir Menschen danken, die was gemacht haben. Wenn wir gerade ausgucken, da ist ein Technikzell zum Beispiel. Ja. Sollen wir, und du hast das ja auch gerade schon angesprochen, Video, also die Versorgung sozusagen der Menschen, die hier sind, mit Beschallung. Selten hat das, glaube ich, so ein Ausmaß angenommen, noch nie hatte es so ein Ausmaß angenommen wie dieses Mal. Wir sitzen an einem Tisch, die Technik ist, sagen wir mal, versteckt, sie ist nicht da, aber hier vorne ist so ein Schlitz im Tischtuch und da verschwinden Kabel auf magische Art und Weise. Man sieht unsere Füße nicht im Stream. Und es muss ja irgendwie eine Verbindung zwischen hier und da geben, ja, zu diesem Technikzelt, und ich sehe überhaupt nicht. Doch, da ist ein schwarzer Teppich. Da, aber der ist so, was habt ihr das? Okay. Aber du sollst ja nicht fallen über die Kabel, deshalb. Ja. Also, Technik-Team. Wer hat das alles aufgebaut? Kannst ja, du irgendwie Stefan, der Jan, das es ist so riesig. Wenn wir alle aufzählen würden, würden wir wahrscheinlich noch heute Abend hier sitzen. Okay. Das ist total geil. Teamtechnik, wer ja immer sich dazu fühlt, das ist euer genau, Applaus. Das Bock, genau, das Bock, der Andi. Also, vielleicht müssten wir jetzt am Upstream irgendwie so eine Dankesliste mal aufstellen. Wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Ja. Könnte man vielleicht sollten überlegen. Sollten wir mal einblenden. Ich mach das mal. Dann, die wer Menschen, das möchte natürlich. Die Menschen, die hier für den Fahrdienst gesorgt haben, die Leute vom Bahnhof geholt haben, auch wenn er nicht so weit weg ist, man muss ja immer erstmal hin und zurück und hin und zurück. Und es waren so einige Touren. Okay. Wer immer das jetzt war, wir verzichten jetzt auf die Aufzählung sozusagen. Herzlichen genau Dank an das Team Fahrdienst. Genau. Achso, da immer noch der Aufruf, wenn jemand noch gefahren werden muss, beim Check-in melden, da liegt eine Liste und Ludger, Ralf und so weiter, die kümmern sich auch darum. Nach dem Fahrdienst ist vor dem Fahrdienst, ja, genau. Selbstverständlich das Team Verpflegung, haben wir ja gerade schon angesprochen. Kann man aber nicht oft genug beklatschen. Nochmal den Meister, hier ist, genau, das danke, sind ja Sven. Fünf, das danke sind ja fünf Leute, die das hauptsächlich organisiert haben, also Vera, Inga, Kai, TJ. Doppelt. Eine nein, so es abziehen sind zwei Personen. Vera, Inga, Kai, TJ und Sven, die das Ganze so für uns organisiert haben und dann von diversen Helfenden in der Küche beim Schnibbeln und so weiter unterstützt wurden. Also habt ihr ganz toll gemacht. Im letzten Jahr hat man gemerkt, irgendwo fehlte so ein bisschen die führende Hand. Also irgendjemand, der das Ganze mal so ein bisschen organisatorisch in die Hand nimmt, ist diesmal wirklich das haben die ganz wunderbar untereinander ja aufgeteilt. Super. Und das nochmal, großes ja Dankeschön super an euch. So, wir haben das Technikteam, das Küchenteam, Aufbauteam, Technik und Aufbau ist das bis eins, oder? Ja, klar, da sind natürlich die Helferinnen noch mit dabei, ja, die entsprechend beim Aufbau- und Abbautag jetzt dann mithelfen, die uns noch, da bin ich sehr entspannt heute, weil letztes Jahr saß ich dann auf der Bühne, oh, jetzt noch abbauen und dann gleich nach Hause irgendwie, wie kriege ich das alles zusammen und so weiter, und jetzt ist natürlich dadurch, dass wir dann jetzt noch den Abend ein bisschen ja genießen können und alles ausklingen lassen können ja und selber, das finde ich sehr, sehr angenehm. Du nimmst dir selber die Entspannung nicht an, so wie letztens, da hast du dir quasi, da war das Chillige vorbei und dann wurde es plötzlich hektisch. Ja. Das war ein komischer Bruch. Wir hoffen, dass das diesmal so nicht passiert. Genau, ja, das sieht eigentlich ganz gut. Genau, wir sind ja noch viele Leute, die heute ja hier bleiben genau zum Abbau. Okay, dann ganz herzlichen Dank dem Team Kommunikation. An dieser Team Stelle. Also euch beiden. Ja. Allen, die da irgendwie im Slack diskutieren, also es gab Tage, ich habe da immer nur so passiv mitgelesen, aber ich habe so einen kleinen Rechner neben mir stehen, der macht dann immer so klock, klock, wenn ein neuer Eintrag kommt, und manchmal macht der klock, 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 klock. Und ich dachte, was ist denn da schon wieder los? Und dann ging es dann irgendwie um, ja, kaufen wir dies ein oder jenes oder welche Mengen hiervon und machen wir noch Bratkartoffeln oder ja oder nein oder so. Herrlich, wunderbar. Also ja, das war alle, und alle, die da, du hast ja da unendlich viele Kategorien im Slack, das ist ja Wahnsinn. Doch, ja, da kenne ich noch ganz ja noch andere noch ausdifferenzierteres okay Slack. Ja. Bevor ich dem Sebastian als Organisator, Vater und du bist derjenige, der das Ganze,
der Steuer, dem Finanzamt mitteilen jetzt muss. Jetzt fühle ich mich noch älter. Nee, weil irgendeine arme Socke muss ja dafür dann auch gerade stehen beim Finanzamt sozusagen. Bevor ich dir aber danke, möchte ich dem wichtigsten Team danken. Und das sind die da. Ja, die da sind, ne? Genau, die dann da sind und einfach mitmachen. Und Podstock zu dem machen, was es nämlich ist. Also nicht jeder macht mit und alle machen. Und ob man jetzt wirklich ein Etikett trägt, hier Technik oder Küche oder sonst was, oder einfach nur Teilnehmerin, Teilnehmer ist, ob man eben zum Mikro greift oder auch nicht, ob man die Nähe sucht oder da hinten die Ruhe, das ist das Team, was Podstock eigentlich ausmacht. Und an euch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ja. So, und jetzt aber dann final an dich. Dazu stehen wir doch am besten auf und sagen einfach mal danke. Ich habe natürlich wieder nichts vorbereitet. Ich könnte dir mein abgelutschtes Eis in die Hand drücken, aber das möchte ich dir jetzt auch nicht zumuten. Ich halte es einfach mal fest. Ach, vielen Dank, Adrian. Danke. Genau. Ja, ist nicht süß. Normalerweise an dieser Stelle würden wir halt noch einen Termin sagen. Das hatten wir ja schon mal am Anfang angekündigt, dass das komplizierter werden könnte. Mittlerweile hat sich sogar verfestigt, dass es komplizierter wird. Das können wir schon mal sagen. Also aus dem Würde ist ein Ist geworden. Genau. Okay. Und das bedeutet letzten Endes, wir werden uns jetzt relativ zeitnah dann nochmal nach Alternativterminen uns umschauen und dann in den nächsten, ja, ich denke mal, vielleicht noch sogar im August mal schauen, wie es läuft, in der nächsten Zeit den Termin für 2019 verkünden. Ach, ihr werdet es auf den üblichen Kanälen. Ich hatte jetzt gerade die Hoffnung, es gibt Alternativtermine, das heißt, es gibt einen Frühjahrspodstock, einen Herbstpodstock, einen Sommerpodstock. Also 3 Monate, genau. Das wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Ja, das würde der Idee vom Lars dann entgegenkommen, hier sowas kontinuierliches einzurichten. Okay, jetzt du. Genau, aber super, dass ihr da wart und dass ich freue mich auch so viele, dass sie wiederkommen wollen und ich bin total begeistert, wie das gelaufen ist und ja, ich freue mich und ja, dann müssen wir leider sagen, bis nächstes Jahr dann hoffentlich und ja, wir schneiden jetzt noch ein bisschen, vielleicht ein wenig die Slots und so weiter zurecht und Martin kann ja schon mal anfangen, die Bühne abzubauen. Oh ja, hier, das ist das richtige Werkzeug. Für dich habe ich jetzt leider nichts eingeplant. Du kannst das, du hast ja auch. Was macht es? Es läuft. Du kannst auch schneiden. Ich drück lieber keine Taste. Ja. Wenn Sebastian von der japanischen Feinsäge erzählt, dann meint er übrigens sowas hier. Gut, also wir haben noch zu tun, aber ich freue mich auf. Martin, was hast du da? Du hast mir gesagt, ich soll die Bühne abbauen. Aber doch nicht da. Ach so, okay, dann mache ich die wieder. Dann mache ich die wieder. Oh, jetzt habe ich hier. Huch. Jetzt habe ich hier. Oh, Moment. Wenn Martin sagt, Scheibenkleister, bin ich weiß denn. Weiß ich nicht, ob ich vielleicht lieber dahin gehen sollte. Oh. Martin. Ja, Moment. Es sind 2 Schrauben. Oh, das ist ja, ich fühle mich wieder Formel 1 hier. Ja. Okay, ich unterlasse diesen untauglichen Versuch und überlasse das dann lieber Leuten. Aber nee, guck, ist das. Ja, kannst du dir sogar in die Tasche hängen, genau. Ist das? Ja. Ich sehe schon, ich habe einen Helfer gefunden für den Abbau. Ha, ich bin's. Der John Wayne der Maschinenschrauben, genau. So. Sehr gut. Ja. Super. Also. Dann hoffentlich bis nächstes Jahr und ich hoffe, dass wir vielleicht auch noch heute Abend Gespräche führen können, die noch da sind und dann. Genau, und für alle, die jetzt noch da sind, gibt es gleich Essen und danach können wir eine große Abwaschcrew mal in der Küche gebrauchen, weil da noch viele Töpfe sind, die Berndreste beinhalten, die nicht unbedingt in den Geschirrspüler kommen sollten. Also bis gleich in der Küche und am Esstisch. Und nächstes Jahr wieder. Tschüss.